Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ich wünsche erstmal und natürlich auch unseren Hörern ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ja, perfekt. Alles bestens. Ja. Wobei ich ja gehört habe, dass es dich gestern ja etwas erwischt hat, möchte man so sagen. Du fehltest beim Mercedes-Benz Junior Cup und das lag nicht nur daran, dass dein kongenialer Partner Andreas einen Platz eingenommen hat auf der Haupttribüne in Sindelfingen, sondern es lag auch daran, dass du so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, Magen-Darm geplagt warst. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir müssen das nicht weiter im Detail Nein, ausführen. Nein, brauchen wir nicht. Also ich war nicht ganz unglücklich, dass meine Schicht quasi nur den Samstag umfasste und ich am Sonntag frei hatte, weil ich glaube, ich wäre gestern auch nicht in der Lage gewesen, im Glaspalast aufzulaufen. Ich hatte keine gute Nacht von Samstag auf Sonntag. Naja, vielleicht wärst du in der Lage gewesen, auszulaufen, aber wie gesagt, wir vertiefen das Ganze jetzt nicht. Auch das möchte ich nicht weiter thematisieren, aber ja, ich bin ausgelaufen. Gut, also ihr merkt es schon, STR startet in das neue Jahr mit jeder Menge gute Vorsätze. Wir werden noch besser werden als letztes Jahr und das merkt man schon direkt bei dieser Anmoderation. So, es gibt ja ein paar Themen, lieber Sebastian, die in den letzten Wochen ja aufgeschlagen sind. Ich erinnere mich an unsere letzte Folge, als wir die große Analyse zur Hinrunde bzw. zur Hinrunde und dem ersten Rückrundenspiel gestartet haben und zu der Erkenntnis kamen, wenn Tim Walter und die Mannschaft miteinander gut zurechtkommen und zusammenarbeiten möchten, dann ist Tim Walter unser Mann und offensichtlich es da Probleme, nicht nur mit der Mannschaft und Tim Walter, sondern ich denke mal, das ist kein Geheimnis mehr. Ich würde jetzt behaupten, Thomas Hitzesberger und Sven Mislintat und Tim Walter, ja, haben sich auch so ein bisschen auseinandergelebt, um es mal so auszudrücken. Hat es dich denn letzten Endes überrascht, dass der VfB einen Tag vor Weihnachten noch den Trainer geschasst hat oder war es für dich dann eigentlich irgendwie auch klar? Ja, mich hat nur so ein bisschen der Zeitpunkt überrascht, weil ich dachte, wenn sie es machen, dann geschieht es am 23.12. irgendwie um die Mittagszeit, dass die Pressemitteilung rausgeht. Aber dass man dann halt wartet bis kurz vor Feierabend, dass es halt dann nach Möglichkeit niemand mitbekommt, weil alle schon auf dem Weihnachtsmarkt sind und Glühwein trinken, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Aber die Entscheidung als solche, nicht wirklich. Und im Grunde genommen finde ich sie auch jetzt nicht verwerflich. Man hat ein relativ mutiges Experiment gewagt mit Tim Walter, hat dann, darüber kann man diskutieren, vermutlich auch genau das bekommen, was man erwarten kann, wenn man Tim Walter zum Cheftrainer macht und ja, war damit dann nicht mehr zufrieden oder hat nicht mehr daran geglaubt, dass so der Aufstieg möglich ist und hat dann die Reißleine gezogen und also ich war jetzt nicht erschrocken oder total überrascht. Also was mich ein Stück weit überrascht hat, ist die Aussage, die ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, oder ich glaube es war gestern, da meinte Thomas Hitzesberger, in der Wahrnehmung, wie die Hinrunde gelaufen ist und wie wir die Rückrunde angehen wollen, lagen wir weit auseinander. Damit meinte er natürlich Tim Walter und die sportliche Führung. Das finde ich dann schon interessant. Also natürlich hat er das Ganze jetzt nicht weiter vertieft, aber man hörte ja schon so im Vorfeld, dass es da vielleicht mit Sven Mislintat das ein oder andere Problem gegeben haben soll und dann
hieß es immer, ja, das ist ja normal, dass man sich mal zofft und dann reißt man sich wieder zusammen und alles geht weiter. Weil im Großen und Ganzen muss man ja sagen, das, was man auf dem Platz gesehen hat, war, wie du schon gesagt hast, das, was man auch erwarten durfte. Also Ballbesitz, Fußball, ein etwas kompliziertes System, ja, das nicht jeder Mitspieler direkt versteht und das auch nicht immer von Erfolg gekrönt wird. Und trotzdem schnitt man ja eigentlich ganz gut ab. Also Platz 3, punktgleich mit dem zweiten, ist ja jetzt nicht irgendwie vernichtend schlecht und aus meiner Sicht auch noch kein Grund, den Trainer zu entlassen. Ist halt jetzt die Frage, wenn du jetzt die Gründe vorgibst, ja, menschlich hat es nicht so richtig gestimmt, auch die Spielweise hat uns nicht ganz überzeugt, ob sich dann nicht auch Sven Mislintat und Thomas Hitzlsperger hinterfragen müssen, ob diese Auswahl des Trainers so richtig war. Weil eigentlich, ja, so anders war Tim Walter eigentlich nicht. All die Punkte, die wir jetzt so lesen konnten in den letzten Tagen, waren eigentlich auch die Sachen, die man im Vorfeld schon über ihn wusste. Also meine Frage an dich, siehst du da eine Mitschuld bei den beiden Beteiligten, also sprich Sven Mislintat und Thomas Hitzlsperger, die jetzt in der Pressewelt und auch unter den Fans gar nicht so aufkocht, wie sie vielleicht aufkochen sollte? Ach, Mitschuld, weiß ich nicht, ne? Also vielleicht haben die beiden auch gedacht, wenn wir jetzt den Walter nach Stuttgart holen, dann assimiliert er sich so ein bisschen und ist nicht mehr der Walter, wie er noch in Kiel war, so ein bisschen handzahmer oder so. Weiß ich nicht, aber ja, also das Projekt Walter scheint oder ist definitiv gescheitert, aber um jetzt einen Vorgriff zu wagen, also die Entscheidung dann für Materazzo zeigt ja auch, dass Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat von ihrem Projekt oder von ihrem Weg überzeugt sind und jetzt halt auch nicht irgendwie noch einen kompletten Neustart wollen, sondern ihren Weg weiterverfolgen. Und ja, ich glaube, sie haben jetzt eine Teilentscheidung jetzt irgendwie revidiert, sind aber nach wie vor von ihrem Gesamtkonzept nach wie vor überzeugt. Und das bin ich auch. Also insofern, ja, wie gesagt, ich finde die Entlassung jetzt nicht so schlimm. Natürlich ist es wieder der nächste Trainer, der nach 6 Monaten gehen muss und so weiter. Aber ich finde, wenn dann jetzt, weil so typischer VfB-Stil wäre ja gewesen, man lässt jetzt Tim Walter erstmal weitermachen und dann verlierst du das erste Heimspiel gegen Heidenheim und dann wirfst du ihn raus. Das wäre so klassischer VfB-Stil gewesen und insofern bin ich nach wie vor relativ entspannt. Also da bin ich ganz bei dir, Zeitpunkt geht in Ordnung und auch wenn es einfach nicht passt, ob es jetzt zwischen der sportlichen Führung ist oder zwischen Trainer und Mannschaft, dann musst du handeln, ja, da bin ich wie gesagt ganz bei dir. Ich finde es nur trotzdem irgendwie ein bisschen schade, dass jetzt die Punkte aufgezählt werden, die man im Vorfeld eigentlich schon erahnen musste, die Walter so mitbringt, dass das jetzt die Punkte sind, die dazu führen, dass man Tim Walter entlässt. Also das finde ich, ja, hätte man vielleicht anders lösen können. Das ist die Frage, ne? Ja. Also war das eigentlich nicht vorauszusehen, ja, dass er halt genau so spielen lässt und dann vielleicht auf interne Kritik auch so ein bisschen, weiß nicht, wie sagt man da, Scheißt. Ja, oder er ignorant reagiert, also dass er nicht sehr empfänglich ist für Kritik, ne? Also das war vielleicht auch vorauszusehen. Ich kann das nicht beurteilen. Aber das ist ja echt die Frage. War nicht genau dieser Verlauf vorauszusehen, dass man vielleicht ein bisschen Pech hat, weil man ein neues System spielt und dass der Trainer dann auch nicht unbedingt willens ist, sein System anzupassen. Weiß ich nicht halt. Also, ja. Wobei er das ja schon getan hat. Also das darf man ja halt auch nicht. Wie gesagt, ne, wenn man irgendwie sieht, das erste Saisonspiel gegen Hannover, was der VfB da gespielt hat, was er dann gegen Ende des Jahres dann wieder gegen Hannover gespielt hat, das war halt Tag und Nacht, ne? Da war halt nichts mehr vom Walter Ball zu sehen. Das war halt irgendwie so 0815 Fußball. Ja, schwierig. Ja, mir ging es hauptsächlich jetzt eigentlich zu diesem oder um den Zeitpunkt nach der Niederlage in Hamburg, der ersten Niederlage, praktisch diese 2-6 Klatsche, als ja viele schon vom Dogma-Fußball und so gesprochen haben und er muss sich da verändern und was weiß ich, hat er ja gezeigt, er kann es, er macht es und es wird dann auch von Erfolg gekrönt, denn das zweite Spiel dann im DFB-Pokal praktisch gegen Hamburg, das war ja deutlich besser. Also ich will jetzt Tim Walter nicht in Schutz nehmen oder so, aber es war jetzt auch nicht so, dass er gar nicht irgendwie was verändern wollte. Ich möchte aber ganz kurz nochmal das Zitat hier von Sven Mislintat vorlesen, dass er oder wie er sich zitieren lassen hat in der offiziellen Pressemitteilung zur Entlassung von Tim Walter. Da meinte er, bei der Verpflichtung von Tim Walter haben wir uns für ein Trainerprofil entschieden, welches unseres Erachtens nach zu unseren klaren Vorstellungen zum zukünftigen Spielstil, einen aktiven, offensiven, aggressiven und mutigen Fußball zu spielen, passte. Leistungsfußball unterliegt aber auch dem Diktat der Ergebnisse, der Entwicklung und des sportlichen Trends.
Die umfangreiche Analyse, da sprechen wir auch noch gleich drüber, der Hinrunde ergab, dass wir unsere kurz- und mittelfristigen Zielsetzungen aufzusteigen und unsere Spieler und unsere Spielidee gemeinsam konsequent weiterzuentwickeln, gefährdet sehen. Warum mich dieses Zitat so ein bisschen stört, ist, dass er jetzt hier darauf abzielt, ja, Fußball, Ergebnissport, hin und her, das wussten wir vorher auch schon, da wurde für Geduld geworben und immer wieder gesagt, Leute, ihr müsst auch mal die Ansprüche so ein bisschen zurückschrauben. Der VfB vollzieht hier gerade einen riesen Umbruch, viele neue Spieler, neuer Trainer, neues System und dann ist das genau der Entlassungsgrund. Also ich störe mich halt wirklich an der Formulierung, warum man ihn entlassen hat. Ja, also ich finde es dann fast besser, wenn man sagt, oder wenn es das Zitat gegeben hätte, wie jetzt von Hitzesberger, unsere Ansichten gingen komplett auseinander und deswegen haben wir uns getrennt, weil das jetzt hier, das finde ich einfach nicht fair. Ja? Also den Fans gegenüber, dem Trainer gegenüber und auch ein Stück weit dann der Mannschaft gegenüber finde ich das einfach nicht fair, wie Mislintat sich jetzt hier geäußert hat. Ja, das stößt mir so ein bisschen sauer auf. Lass ich einfach mal so stehen. Außer du möchtest noch was dazu sagen. Nee, nicht wirklich. Okay. Was ich halt auch noch anfügen möchte, ist, ich finde es halt wirklich schwierig, wenn du immer wieder von Kontinuität sprichst, ja, und die in keinen Bereichen vorlebst. Also ich bin ja bei allen, die sagen, hey, du kannst nicht nur am Trainer festhalten, weil du der Meinung bist, ständige Trainerentlassungen schaden deinem Ruf oder dem Verein insgesamt, ja. Also wenn es halt einfach nicht passt, musst du dich trennen. Punkt. Können wir so alle uns, denke ich mal, drauf einigen. Aber wenn du halt auf keiner Position, und damit meine ich Spieler, Trainer, Vorstände, Direktoren und so weiter, keine Kontinuität hast, ja, dann frage ich mich halt, wie soll denn was wachsen? Und jetzt beginnst du halt wieder an dem Punkt, was zu verändern, wo man, also es ist halt wieder ein neuralgischer Punkt, du holst wieder einen neuen Trainer, vielleicht jetzt nicht mit einer komplett anderen Spielidee, aber trotzdem, den einen oder anderen Spieler wird er vielleicht nicht brauchen, er möchte vielleicht dann selber einen neuen Spieler dazu haben, also veränderst du schon wieder was an der Mannschaft, sprich an den Spielern, also fängst du da auch wieder an, das, was eigentlich wachsen sollte, so ein bisschen zu durchbrechen und nochmal bei Null. Ich finde es halt einfach schon krass, dass eigentlich Hitzesberger und auch Mislintat da relativ ungeschoren davonkommen. Und dann noch ein Punkt, es wurde immer davon gesprochen, dass wir eine große Analyse machen wollen. Und ich frage mich, wo das Ergebnis dieser Analyse ist. Also es kann ja nicht sein, dass es jetzt einfach nur die Entlassung von Walter ist. Und ansonsten gibt es keine weiteren Ergebnisse von dieser Analyse. Denn ich finde, die Spieler kommen mir hier viel zu glimpflich davon. Also auch hier hätte ich mir ein ganz klares Statement von der sportlichen Führung erhofft, dass man nochmal darauf einwirkt, dass die Spieler den Ernst der Lage verstehen müssen und auch gleichzeitig die Chance, die sie hier bekommen, wertschätzen müssen und sich, das habe ich schon, glaube ich, in der vorletzten Folge angesprochen, sich nicht nur um ihre eigenen Probleme kümmern, sondern auf dem Platz merkt man halt einfach nicht, dass die Spieler wirklich alles reinhauen, um hier den VfB einen Schritt weiterzubringen. Ich spreche noch nicht mal vom Aufstieg, aber ich möchte halt einfach sehen, dass jeder Spieler Woche für Woche ans Maximum geht. Und als ich heute auf Twitter so ein bisschen unterwegs war, gab es dann irgendeinen Tweet, der mich zum Nachdenken brachte und ich zu der Erkenntnis kam, es gibt eigentlich in der Hinrunde keinen Spieler, der wirklich mal bis an die Grenzen gegangen ist und darüber hinaus. Also da fällt mir niemand ein. Fällt dir irgendein Spieler ein, der dir, ja, sag mal so als Grenzgänger, möchte ich ihn jetzt mal bezeichnen, aufgefallen sei? Ist? Nee, absolut nicht. Und deshalb, da kommen wir vielleicht später noch drauf, schmerzt ja auch der Abgang von Santi Ascasibar so, ne? Weil der kam aus Argentinien und du hast gedacht, na gut, der spielt zum ersten Mal in Europa, der braucht ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit und dann macht er in der ersten Saison irgendwie 29 Saisonspiele und von denen noch 25 gut und spielt sich halt innerhalb von wenigen Saisonspielen in die Herzen der Fans und diesen Neuzugang, den gab es in dieser Saison einfach noch nicht und auch von den Spielern, die bereits im Kader standen, hat sich jetzt in der ersten Saisonhälfte auch keiner so aufgedrängt, wo du sagst, hey, das ist unser Mann irgendwie, ne? Also, nee, da gebe ich dir komplett recht. Also, das Engagement des aktiven Kaders lässt dann für mich auch ein bisschen zu wünschen übrig, klar. Und was mir persönlich natürlich auch noch ein Stück weit wehtut, jeder weiß es, ich habe Tim Walter irgendwie ja gemocht, so von seiner Art auch. Und ich weiß, der ist natürlich ein schwieriger Typ, aber ich fand das halt mal cool, dass da keiner bei der Pressekonferenz sitzt und jedes Mal so die Underdog-Rolle einnimmt und ja, wir müssen uns erst mal angucken, was macht der Gegner und hin und her. Das ging mir eigentlich auf den Sack, das habe ich die ganzen letzten Jahre gehört. Deswegen fand ich das mal erfrischend, dass da jemand
ja, einfach das sagt, um was es eigentlich im Fußball geht. Nee, wir gehen ja auf den Platz und hauen die weg, Mann. Wir sind der VfB, wir haben den teuersten Kader. Natürlich musst du da in Sprüchen irgendwie auch Taten folgen lassen, gar keine Frage. Aber wie gesagt, so an und für sich konnte ich mich nicht so sehr darüber echauffieren, wie Tim Walter auf der Pressekonferenz auch die ein oder andere blöde Frage beantwortet, muss man ja dazu sagen. Aber was mich halt jetzt nervt, als Fan stumpf ich wirklich komplett ab jetzt. Also das ging mir vorher auch schon so mit Spielern, aber jetzt fängt das halt auch an, dass mir das ehrlich gesagt scheißegal ist, wer diesen Verein trainiert. Komisch, dass das nicht schon vorher so war, aber mit den Trainern konnte ich mich immer noch irgendwie ein Stück weit identifizieren oder ich habe sie halt komplett abgelehnt, wie zum Beispiel ein Weinzierl oder so. Aber das ist jetzt irgendwie komplett weg aktuell. Vielleicht liegt's auch daran, dass ich mit Pellegrino Matarazzo so nicht viel anfangen konnte, so wie die meisten. Ja, oder vielleicht ist es auch eine Art Selbstschutz. Ja, also ich habe keinen Bock mehr, mich mit den Trainern und den Spielern und der Spielidee zu involvieren, mich mit dem Ganzen vertraut zu machen. Und ja, dann wird mehr oder weniger nach einem halben Jahr sowieso wieder alles auf den Kopf gedreht und ich muss mich auf das nächste Experiment emotional einlassen. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und da entsteht so eine Distanz zu einer Sache, die man ja eigentlich liebt und die einem viel bedeutet. Und das ist so schade. Ja, also ich möchte mich freuen auf den Rückrundenstart, und kann's nicht, weil es mir ehrlich gesagt scheißegal ist. Also mir ist es wurscht, mir ist es nicht egal, ob der VfB aufsteigt, aber mir ist es egal, wer da jetzt spielt, mir ist es egal, was Matarazzo da spielen lässt. Ich will einfach nur, mein Gott, spielt die Spiele zu runter und steigt irgendwie auf und dann wird's hoffentlich irgendwie besser. Und das hat für mich schon was damit zu tun, dass man dann auch immer wieder ausgerufene Ziele oder von mir ist dann auch so Sachen wie, ihr müsst Geduld haben, Demut zeigen und so, dass man das dann selber von der sportlichen Führung aus immer wieder, ja, bricht, diese Versprechen oder diese selbst aufgelegten Ziele, ja, und das hinterlässt mich ein bisschen, ja, ratlos und auch traurig, muss ich sagen, auch wenn das jetzt hier vielleicht zu sentimental ist, aber ja, ich stumpf da so ein bisschen ab und zu sehr, also das nervt mich sehr, muss ich sagen. Nee, ich meine, klar stumpfen wir ab, wenn halt ein Trainer dem nächsten folgt innerhalb von 6 Monaten. Aber andererseits, wenn ich halt als sportliche Führung den Eindruck habe, dass wir mit dem aktuellen Trainer den Wiederaufstieg nicht schaffen, dann muss ich handeln. Und ja. Wenn man halt dann irgendwie das macht und dann auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt macht, dann würde ich sagen, ja, das ist echt okay. Und ich stimme dir zu. Also der letzte Trainer, der den VfB verlassen hat, wo ich echt traurig war Hannes Wolf. Alles andere danach, das hat man halt zur Kenntnis genommen, ne? Und ja, aber Thomas Hitzlsperger hat auch gesagt, also wir müssen aufsteigen. Ne? Das ist halt irgendwie die absolute Maxime und dann kann man weitersehen. Und ja, man kann entwickeln und so weiter, aber der Aufstieg ist halt einfach Pflicht. Nur abschließend noch, ich will es noch kurz klarstellen, dieses Abstumpfen liegt bei mir nicht daran, dass der Trainer an sich entlassen wird nach einem halben Jahr, was halt irgendwie nicht passt, sondern es sind die Sachen, die man bereit ist mitzugehen, die vorher so der Öffentlichkeit erzählt werden, eben. Ja, wir müssen Geduld haben. Das ist ein neuer Trainer. Das Spielprinzip ist enorm kompliziert. Ja, wir können froh sein, wenn wir, sage ich jetzt mal, gut im Aufstiegsrennen mit dabei sind. Das war ja so schon so der Tenor, den wir am Anfang gehört haben von Sven Mislintat und auch von Thomas Hitzlsperger. So, und jetzt ist eigentlich alles das eingetreten, ja, was man sich erhofft hat. Also sprich, man ist voll im Aufstiegsrennen, man ist punktgleich mit dem zweiten, habe ich vorhin schon erwähnt. Und trotzdem hört man jetzt, ja, es ist halt nicht genug, also es reicht halt dann nicht. Und das ist das, was mich so abstumpfen lässt, ja, also es ist einfach alles scheißegal, es ist egal, also die Vorgaben, die am Anfang gemacht werden, sind egal, es interessiert eigentlich keinen mehr. Dann wird davon gesprochen, große Analyse und wir hauen da jetzt mal einen raus vor Weihnachten und kommunizieren dann nach außen, was aus dieser Analyse herausgekommen ist. Da passiert nichts. Ich meine, die Trainerentlassung ist ja noch nicht mehr das Ergebnis einer Analyse, sondern das ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Problem gewesen eben zwischen sportlicher Führung und Thomas Hitzlsperger. Also diese Analyse, oder nicht Thomas Hitzlsperger, sorry, Tim Walter, diese Analyse, von der da immer gesprochen wurde, schön und gut, aber ich möchte da halt mehr hören, als der Trainer wird übrigens entlassen, weil es irgendwie nicht mehr so richtig passt und die Ergebnisse dann doch nicht so sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Also das reicht mir halt einfach nicht. Und damit möchte ich das Thema Tim Walter eigentlich auch abschließen. Ich denke mal, wir haben alles dazu gesagt, vielleicht schon wieder zu viel, keine Ahnung, aber es hat mich schon sehr genervt, dass da bis auf die Entlassung Tim Walters nicht mehr passiert ist von Seiten des VfB, von Seiten Sven Mislintat und auch Thomas Hitzlsperger. Ich hätte mir da einfach,
ja, früher vielleicht so ein Statement wie jetzt, das von mir vorhin zitierte Hitzesberger Statement gewünscht. Vielleicht hätte ich dann eher damit leben können, weil das auch so ein Eingeständnis ist, okay, es passt halt einfach nicht zwischen uns, was ich nicht schlimm finde, wir müssen uns trennen, wir müssen uns neu aufstellen und dann geht's weiter. Alles andere, das hört sich für mich so an, ja komm, wir schieben jetzt hier irgendeinen Grund vor und ja, versuchen unseren Kopf so ein Stück weit aus der Schlinge zu ziehen und das, ja, nervt mich schon, ja, muss ich sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zum neuen Trainer. Ja, Pellegrino Matarazzo. Mal neuer Trainer. Der genauso alt ist wie Tim Walter, ihm auch so ein bisschen ähnlich sieht. Ja, genau, auch so 4-5 Tage Bart. Genau. Bisschen größer ist als er, aber ja, also optisch ist es keine Neuangewöhnung für die Fans. Ja, Spielidee ist auch ähnlich, Ballbesitz, Offensivfußball, das ist das, was ihn bislang ausgezeichnet hat. Er ist vielleicht einfach nur ein bisschen ruhiger und analytischer und ja. Und stellt sich mehr auf den Gegner ein, habe ich gehört. Ja, das ist auch noch so ein Thema gewesen. Also, sorry, du hast jetzt hier wieder was angestochen, aber das muss ich ganz kurz noch erwähnen. Ich finde es ja okay, wenn ich als Trainer nach außen hin verkörpern möchte, dass ich mich nicht auf den Trainer, auf den Gegner einstelle oder so. Ja, das finde ich ja in Ordnung. Ja? Dass du einfach so, wir gucken nach uns und hin und her, das hat man ja schon von anderen Trainern gehört. Aber dass dann wirklich so häufig wie Tim Walter auf jeder Pressekonferenz herauszustellen und immer so zu tun, als würde man im Endeffekt den Gegner auch nicht wertschätzen oder nicht anerkennen, was da so gemacht wird, ist natürlich auch ein Problem von Tim Walter gewesen, was dazu beigetragen hat, dass der ein oder andere seine Art vielleicht einfach nicht mehr abkonnte. Also das noch am Rande. Gut, Pellegrino Matarazzo ist jetzt unser Trainer. Wie gesagt, optisch gar nicht so weit weg von Tim Walter, aber das ist uns eigentlich egal. Er war seit 8.1. Co-Trainer in Hoffenheim unter Alfred Schröder und davor unter Julian Nagelsmann und hat auch als Jugendtrainer in Hoffenheim ja ganz gute Arbeit geleistet bei der U17 damals. Noch bessere Arbeit, jedenfalls sagen das die Nürnberger, hat er beim Club geleistet, da hat er die U17 und U19 gecoacht. Und so wie ich das vernommen habe, ist man in Nürnberg immer noch traurig, dass man Pellegrino Matarazzo nicht länger halten konnte, weil man eben sehr viel von ihm gehalten hat. Natürlich hätte auch gern Julian Nagelsmann seinen Co-Trainer behalten, der ja diesen Sommer nach Leipzig gegangen ist, wollte ihn auch gerne mitnehmen. Da hört man, dass Hoffenheim ein Veto eingelegt hat. Und was vielleicht auch noch so ein bisschen für die Qualitäten von Pellegrino Matarazzo spricht, ist das Interesse von Aue und vor allem von Kiel. Die Kieler haben schon im Sommer angeklopft, nachdem Tim Walter zu uns gegangen ist. Und dann aber auch nochmal im Herbst, nachdem sie dann den Herrn, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, Schubert entlassen haben. Ja. Genau, und bei Aue war es ja, auch dessen Namen ist mir jetzt entfallen, der Herr, der mit seinem Bruder gecoacht hat, Meier, genau. Auch da wurde dann bei Matarazzo angeklopft. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie dann das alles abgelaufen ist. Hat Matarazzo abgelehnt, hat sich Kiel oder eben dann Aue für einen anderen Mann entschieden oder hat Hoffenheim gesagt, nee, wir geben ihn nicht frei, keine Ahnung, aber auf jeden Fall gab es da schon Interesse und es kam halt nicht zur Anstellung, aber der VfB hat es geschafft, ihn zu verpflichten und im Endeffekt müssen wir jetzt erstmal abwarten, was der gute Mann mit unserer Mannschaft so vorhat, aber an und für sich finde ich eigentlich die Wahl des Trainers gar nicht so schlecht, gefällt mir besser als all die anderen Namen, die dann so umhergeisterten. Wie siehst du es, also lieber so ein unbeschriebenes Blatt, Jugendtrainer oder dann doch jemand vom Trainerkarussell? Ja, gute Frage. Also ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass die sportliche Führung dann namens Hitzelsberger und Mislint hat, so No-Name aus dem Beutel ziehen und den verpflichten, weil damit machen sie sich ja selbst angreifbar. Ne? Also wenn jetzt der Aufstieg je nicht gelingen würde, sagen ja alle, ja, weil ihr zur Winterpause den Nobody verpflichtet habt. Hätten jetzt Hitzesberger, Mislintat, ein Roger Schmidt, ein Bruno Labbadia, whatever, verpflichtet, dann könnten die beiden sagen, na, wir haben einen Trainer verpflichtet, der hat schon mehrfach gezeigt, dass er es kann. Und wenn es hier nicht klappt, ist es nicht unsere Schuld. Jetzt holen sie eine Personalie, von der niemand weiß, ob er es halt irgendwie so im harten Zweitliga-Alltag wirklich drauf hat. Und wenn das schief geht, stehen die zwei auch dann irgendwie mit am Pranger. Und insofern finde ich es halt umso cooler und umso besser, dass die beiden sagen, hey, wir verlassen unser Konzept nicht, sondern wir haben einen Weg eingeschlagen und den möchten wir fortführen. Und wenn es dann mit dem Walter nicht klappt, dann holen wir jemanden, von dem wir denken, dass er es irgendwie besser umsetzen kann als sein Vorgänger. Also insofern finde ich das
bislang noch gut. Aber wir reden dann vielleicht nochmal nach den Spielen gegen Heidenheim und St. Pauli. Ja, das machst du ganz clever, aber ich glaube, egal wen sie verpflichten, wenn der Aufstieg nicht klappt, würde immer sofort gemeckert werden. Ja, natürlich, also, aber wenn du jetzt halt irgendwie einen etablierten Trainer holst und der Aufstieg klappt nicht, dann kann man als sportlicher Leiter oder sportlicher Vorstand sagen irgendwie, hey, ich habe alles getan, was ich konnte und es hat nicht geklappt, aber sorry, da bin ich halt raus. Aber wenn du halt irgendwie so einen kompletten No-Name holst, den echt niemand auf dem Zettel hatte, dann bist du halt eher dann irgendwie mit am Pranger, ne? Und insofern finde ich die Entscheidung total mutig und deshalb auch total gut eigentlich. Also mutig ist die Entscheidung auf jeden Fall. Weil ich mich natürlich jetzt frage, nehmen wir an, Bruno Labbadia wäre ein Kandidat gewesen, man hätte ihn verpflichtet, dann wäre man natürlich auch komplett von dem Weg abgerückt, den man eigentlich eingeschlagen hat. Ja, eben. Und deswegen finde ich halt Aber dann wären sie doch auch auf jeden Fall dafür kritisiert worden. Also da wäre mit Sicherheit auch der ein oder andere Blogger drauf aufmerksam geworden oder Podcaster und hätte mal geschrieben, hey Leute, ihr wolltet doch jetzt hier mit Jugendfußball und neuen Ideen die zweite Liga rocken und den VfB gut aufstellen für den nächsten Aufstieg. Und jetzt kommt hier Bruno Labbadia um die Ecke, der mit Sicherheit Erfahrung hat, auch gute Arbeit geleistet hat bei diversen Stationen, aber eigentlich genau der Trainertyp ist und auch den Fußball spielen lässt, auf den wir ja keinen Bock mehr haben. Genau, und deshalb finde ich es total cool und ja gut, dass sie ihr ausgerufenes Konzept über kurz- oder mittelfristige Personalentscheidungen stellen. Also bin ich komplett dahinter, ja. Ja, also die einzige Option für mich wäre jetzt gewesen, du findest wirklich einen erfahrenen Trainer, der einen guten Ruf genießt, wie gesagt, offensiven Fußball spielen lässt und ja, einfach dann wirklich eine große Nummer ist. Aber ich kann mir halt beim besten Willen keinen Trainer vorstellen, der mit gutem Ruf und ja, einfach mit einer großen Anerkennung hierher kommt und den VfB übernimmt. Denn das Risiko, dass du hier scheiterst, ist halt enorm hoch. Und ja, gleichzeitig klar. Wirst du auch nicht viel ernten, wenn du mit dem VfB aufsteigst. Also jetzt gerade als erfahrener, guter Trainer wird da keiner sagen, Mensch, was der hier geleistet hat, das war ja unglaublich. Sondern das ist Ding, ja. Ja, also im Endeffekt kannst du ja fast schon sagen, egal wer da trainiert, diese Mannschaft muss selbst ohne Trainer in der Lage sein, in dieser wahnsinnig schlechten zweiten Liga aufzusteigen. Nur mal kurz als Reminder, der VfB hat 9 Spiele nicht gewonnen und ist trotzdem auf Platz 3. Also das ist ja völlig absurd. Also und da siehst du halt auch, wie schlecht diese zweite Liga ist. Und da bin ich bei Axel von 93, der sich da letztes Jahr immer regelmäßig drüber aufgeregt hat. Das ist wirklich unfassbar, wie schlecht diese zweite Liga ist. Ich hatte gestern das Vergnügen, mit Daniel Teufel zu sprechen und habe ihn mal gefragt, wie er so die Unterschiede sieht zwischen erster und zweiter und zweiter und dritter Liga. Und dann kurz erwähnen, für die Nicht-VfB, wer Daniel Teufel ist. Okay, Daniel Teufel ist der Co-Trainer unserer A-Jugend, der U19, und hat letzte Saison ja die Jungs betreut, als Nico Willig dann die erste Mannschaft übernommen hat. Genau, im Saisonfinale, ja. Genau, und hat sie dann zum Pokalerfolg geführt und zur Vizemeisterschaft. Also schon ein guter Mann. Und ja, er meinte halt auch, der Unterschied zwischen dritter Liga und zweiter Liga ist geringer als zwischen zweiter und erster Liga. So. Und trotzdem spielen wir so scheiße. Also eigentlich müsstest du ja davon ausgehen, dass der Absteiger relativ leichtes Spiel in dieser Liga hat und ein bisschen mehr Spiele gewinnt als eben 9 von 18. Also das ist ja schon schwierig, möchte ich genau, sagen. Genau, aber auch der HSV zeigt jetzt seit anderthalb Saisons, dass es halt vielleicht dann doch in der Praxis nicht ganz so einfach ist, ne? Was aber aus meiner Sicht auch daran liegt, dass man nicht vernünftig arbeitet. Also das liegt jetzt weniger daran, dass der Abstand geringer ist zwischen erster und zweiter Liga, als ich das jetzt wahrnehme, sondern für mich ist das halt einfach ein Versagen auf den entscheidenden Positionen. Und ich wollte sagen, also dass Vereine oder Teams wie der HSV und der VfB jetzt irgendwie weniger als einen Sieg vor Aue und Heidenheim sind, das ist halt fast schon peinlich, klar. Genau, das zeigt es ja, wie schlecht eigentlich gearbeitet wird. Denn wir erinnern uns alle daran, Aue hat sich früher dafür oder ausgezeichnet, indem sie halt Spiele zerstört haben. Das machen sie bis heute noch. Und die machen das jetzt nicht. Die machen das zwar erfolgreicher, aber sie spielen keinen besseren Fußball. Also für Bielefeld mag das nicht zutreffen. Die spielen wirklich einen besseren Fußball. Aber trotzdem ist es eigentlich eine Art Fußballspiel mit dem du eigentlich nicht auf dem ersten Tabellenplatz stehen dürftest. Also ich bin halt weiter der Meinung, die Mannschaften
wie der VfB, wie Hamburg, wie Hannover, die arbeiten halt unheimlich schlecht und deswegen stehen sie da, wo sie jetzt aktuell stehen und sind trotzdem noch gut dabei im Fall von Hamburg und dem VfB Stuttgart. Aber eigentlich ist das nichts, mit dem wir uns rühmen dürften, ja, mit diesem aktuellen Platz. Auf der anderen Seite können wir halt froh sein, dass es überhaupt so ist, also dass du nicht viele Spiele gewinnst und trotzdem oben dabei bist, aber ja. Gut, der Herr Matarazzo wird jetzt viel Arbeit vor sich haben. Was ich noch ganz interessant fand, Dieter Nüssing, das ist der ehemalige sportliche Leiter des 1. FC Nürnberg, hat sich zu Matarazzos Anstellung geäußert. Und der Herr Nüssing, habe ich herausgefunden, ist wirklich bei den Nürnbergern, ja, schon, wen kann man denn jetzt vergleichen? Weiß nicht, mit Herr Schindelmeiser wahrscheinlich nicht. Aber das ist halt einfach ein wichtiger sportlicher Leiter gewesen in der Geschichte von vom Club. Und da wird viel drauf gegeben, was der so sagt. Und Nüssing über Matarazzo Chancen auf eine erfolgreiche Zeit beim VfB sagt Folgendes: Ich traue ihm das zu, der VfB braucht nur etwas Geduld, falls das nicht sofort hinhaut. Aber auf Sicht gesehen wird er sicherlich ein guter Trainer in der ersten oder zweiten Liga hier in Deutschland. Das ist natürlich dann auch schon wieder interessant, dass er sagt, ja gut, das kann schon dauern mit ihm und der VfB braucht Geduld. Also sollte es so sein, also jetzt gehen wir mal davon aus, es läuft nicht so besonders gut. Was denkst du denn, wie viel Geduld hat man mit Matarazzo? Zieht man das jetzt durch, egal ob Aufstieg oder nicht? Oder könntest du dir vorstellen, dass wenn das Thema jetzt irgendwie dann brenzlig werden würde, dass man dann nochmal reagiert? Oh, du, ganz ehrlich, ich möchte echt keinen Gedanken ist der VfB. An den nächsten drei Trainersaison verschwenden halten, aber diese ganzen Statements irgendwie, jeder wird vors Mikro gezerrt, der Matarazzo irgendwann mal die Hand geschüttelt hat, sei es jetzt irgendwie Nüssing oder Nagelsmann oder, wir haben jetzt gelesen, Jeff Strasser, warum, ich weiß gar nicht, warum die sich kennen, ne? Und jeder sagt, ja, das ist ein guter Typ, aber er braucht halt Zeit und Geduld, aber das wird halt schon, ne? Ich meine, wir haben keine Zeit und selbst Thomas Hitzesberger sagt, wir brauchen halt Ergebnisse und Entwicklung gleichzeitig und er hat halt einfach keine Zeit, ne? Und wir können jetzt nicht 3 Jahre warten, bis dann irgendwie Matarazzo irgendwie zum nächsten Guardiola wird. Also ich finde das wirklich sehr, sehr spannend und ich finde es halt total cool, dass irgendwie jeder, der ihn irgendwann mal auf der Straße gesehen hat, jetzt sagt irgendwie, das ist ein geiler Typ und der macht das schon, aber er braucht halt Geduld. Nee, wir haben halt keine Geduld und wir haben keine Zeit und wir brauchen halt Ergebnisse. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt halt irgendwie auch der Vorstandsvorsitzende von VfB und ja, so ist es halt, ne? Aber also grundsätzlich, ich habe Geduld erstmal, aber wir müssen halt aufsteigen. Keine Frage. Wenn die Ergebnisse nicht eingefahren werden, und da lege ich mich fest, wird das Thema Trainer auch wieder aufkochen. Deswegen wünsche ich ihm und uns, dass das relativ schnell einfach konstanter wird, das Ganze, was der VfB hier so fabriziert. Das Schlimme ist jetzt, am Anfang ist es halt nicht mal seinem Talent oder ja seiner Expertise geschuldet, ist einfach vom Glück, ne? Wenn du jetzt irgendwie gegen Heidenheim und St. Pauli spielst, dann brauchst du das nötige Spielglück einfach, um die Dinger zu gewinnen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir einfach das Jahr 2020 einfach das nötige Spiel wieder auf unserer Seite haben und dann auch die Ergebnisse einfahren. Wir kommen gleich noch zu den Erwartungen, möchte ich mal so sagen. Mhm. Aber ich möchte noch kurz das Thema abschließen. Also mit dem neuen Trainer, was ich noch interessant fand, sind die Bereiche, in denen er schon gearbeitet hat. Klar, Jugendtrainer haben wir drüber gesprochen, Co-Trainer war er auch schon. Aber er war zum Beispiel auch Athletik- und Reha-Trainer, Live-Kinetic-Coach und Elite-Schulen-Koordinator beim Club. Also das finde ich auch interessant, dass er da schon relativ viele verschiedene Positionen inne hatte, dann sich vielleicht auch in die eine oder andere Situation besser hineinversetzen kann. Finde ich mal nicht schlecht, dass er da breit aufgestellt ist, viel mitgemacht hat und ja, wie gesagt, also das klingt schon mal gut. Zur Ansprache des jungen Trainers wurde auch schon was gesagt. Und zwar heißt es, dass er gerade jung genannt. 42? Hallo? Du bist so alt wie ich. Also, nein, du bist doch ich fühle mich nicht mehr so jung, aber gut, als Trainer wäre ich wahrscheinlich auch noch jung. Ja, nach dem gestrigen Tag kann ich das sogar nachvollziehen. Jetzt warte noch mal 2 Tage ab und dann geht's dir wieder gut und du fühlst dich jung und spritzig. Ja, aber zur Ansprache, also angeblich kann er halt besonders gut mit jungen Talenten umgehen und ist denen gegenüber einfach eine große Stütze, heißt es so, aber ich meine, was sollst du auch anderes sagen bei einem halbwegs erfolgreichen Jugendtrainer? Da gebe ich dir auch recht, dass natürlich jetzt jeder irgendeine Expertise zum Besten geben möchte. Ja, und niemand wird ja sagen, ach der Matarazzo, ist scheiße, der ist eine komplette Null und der kann gar nichts und so weiter. Ja, so wird es ja auch nicht sein. Also er wird daran gemessen, was er jetzt halt im Jahr 2020 mit dem VfB macht. Ich fand noch interessant, es gab irgendwo die Überschrift, ich weiß nicht mehr, welches Blatt oder welche Webseite das geschrieben hat, der ruhige Analyst.
Das fand ich auch, das fand ich auch schon wieder gut. Da wird halt praktisch direkt die Schublade aufgemacht, wird versucht, irgendwie den Jungen oder den Mann da reinzustecken. Ja, braucht's eigentlich nicht. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, was da so kommt. Er hat viel Arbeit vor sich. Vielleicht auch noch ganz kurz interessant, die Co-Trainer bleiben, und zwar Rainer Wittmeier und Michael Wimmer, beide bleiben im Team. Wer ist denn jetzt gegangen? Also Tim Walter und Ulrich. Rainer Ulrich. Genau, die Baden-Fraktion wurde. Genau, die Baden-Fraktion musste gehen. Ja. Aber Rainer Wittmeier, der verpflichtet wurde als so Konstanter, der quasi nicht zum aktuellen Trainerteam gehört, sondern mehr oder weniger zum VfB, Grundbesetzung, der bleibt. Und Michael Wimmer macht was? Ja, Michael Wimmer hat sich ausgezeichnet, muss man sagen, bei Augsburg als hervorragender Standardtrainer. Also der hat immer war dafür zuständig, gute Standards einzustudieren. Und hat aber beim VfB... Der kam mit Markus Weinzierl dann oder mit wem kam der? Nee, der wurde nachträglich verpflichtet. Also der wurde mit dem Engagement von Tim Walter praktisch Saisonbeginn verpflichtet. Ist aber nicht nur der reine Standardspezialist. Also der macht natürlich dann auch so typisches Training leiten und so. Das konnte der Ulrich ja nicht mehr. Da hast du ja den manchmal laufen sehen. Der hat ja, glaube ich, irgendwie einen Knieschaden oder so. Und ist dann, glaube ich, eher so als ja, netter Mann, der dann auch... Spiritus Rector. Ja, aber ich glaube, der hat schon auch einen guten Draht zu den Jungs gehabt, zu den ganz jungen Spielern. Also das wurde ihm auch immer wieder unterstellt, dass der Ulrich halt einfach jemand ist, der ein gutes Gespür für Talente hat und auch dann sich gut in die hineinfühlen kann. Keine Ahnung, also ich war ja nie beim Training dabei, aber er sei wohl auch ganz wichtig gewesen für Walter, für die ein oder andere Entscheidung und hat ihn dann immer auch mal gebremst, wenn er dann über die Stränge geschlagen hat. Ich glaube, für Walter war ja schon relativ wichtig, ist halt die Frage, ob er VfB auch wichtig war. Ja, jetzt im Nachhinein offensichtlich nicht so sehr, denn ja, man hat ja jetzt nicht unbedingt versucht, ihn zu halten, was vielleicht auch gar nicht möglich gewesen wäre. Ist auch egal, den brauche ich auch nicht. Rainer Wittmeier finde ich okay, dass man da jemanden als konstanten Co-Trainer hier im Verein haben möchte. Ja, aber ich meine, er wurde ja von Berlin losgeeist, wirklich als Konstante für den VfB, unabhängig vom aktuellen Cheftrainer. Insofern finde ich das schon wichtig. Also, und wenn man ihn jetzt auch mit entlassen hätte, wäre das ja auch ein Eingeständnis, dass das Konzept gescheitert ist. Insofern finde ich das gut, dass er geblieben ist und hoffe, dass er auch irgendwie noch ganz lange bleibt, auch wenn wir noch irgendwie 5 bis 18 neue Cheftrainer haben. In 3 Jahren. Uwe Gospodarek durfte auch bleiben, der neu angestellte Torwarttrainer, der kam ja auch erst zu Beginn der Saison. Der Athletiktrainer Martin Franz bleibt, Matthias Schiffers bleibt, die Spiel- und Trainingsanalysten bleiben. Das deutet halt auch nochmal darauf hin, rein von dem, was da so auf dem Platz passiert ist, ist, glaube ich, Thomas Hitzesberger und auch Sven Mislintat, ja, da sind die gar nicht so unzufrieden, sage ich jetzt mal. Sonst hätte man da vielleicht noch den einen oder anderen mitgechust, aber es scheint dann wirklich einfach so ein zwischenmenschliches Problem gewesen zu sein. Okay. Ja, was habe ich jetzt hier noch gelesen? Ich habe hier noch ein Zitat, ich weiß gar nicht, wem ich das zuordnen muss. Da steht, statt Walters Attacke-Fußball soll mehr Kontrolle herrschen. Talente sollen mehr gefördert werden. Der Aufstieg ist auch für den neuen Mann Pflicht. Also das haben wir ja schon besprochen, Aufstieg ist Pflicht. Aber was ich interessant finde, statt Walters Attacke-Fußball, also das war es ja zuletzt wirklich nicht mehr, soll noch mehr, möchte ich fast schon sagen, Kontrolle herrschen. Denn das war ja eigentlich das, was Walters Fußball in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Eine unheimliche Kontrolle, Dominanz, viel Ballbesitz, aber letzten Endes überhaupt keine Attacke mehr. Also ich hoffe, dass sich hier derjenige, der das Zitat zum Besten gegeben hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, habe ich mir vergessen zu notieren, ich weiß nicht, was anderes gemeint hat oder so. Gut, sei es drum. Also jetzt gucken wir mal, was der Herr Materazzo so hier leisten muss, um den VfB wieder in die Spur zu bringen. Und dazu, lieber Sebastian, muss ich ganz kurz einen Tweet öffnen von dem von uns sehr geschätzten Ray Bucanero, zu finden auf Twitter unter @RayBucanero74 und dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt als großartiger Redner bei der Mitgliederversammlung am 14. Juli, war das, glaube ich, weiß ich noch ganz genau, ja. Und der hat einen Thread. Ich habe ja gehört, der heißt gar nicht Ray. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das deckst du ja einfach Fake so auf. Identity, ja. Bist du dir deiner Reichweite bewusst, frage ich dich. ich wollte es kurz reinstreuen, ne? Okay. Also, dass ich hier so Insider-News habe. Also, er heißt gar nicht Ray Bucanero. Ich distanziere mich von diesen Äußerungen. Gut, also der Fred, ich finde den ganz interessant, weil... Ich like das mal alles, ich habe es noch gar nicht geliked. Naja, das sollte man machen. Auf jeden Fall schreibt er Folgendes. Die ersten Recherchen über Materazzo ergeben, dass er sehr analytisch arbeitet und offensiv modernen Fußball spielen lässt. Klingt super, aber was heißt das konkret?
kann er die Schwächen aus der Hinserie abstellen? Und jetzt gibt es ein paar Punkte, die wir vielleicht auch ganz kurz besprechen können. Und das sind dann im Endeffekt auch schon die Sachen, die wir auch für wichtig achten in den nächsten Wochen, also die sich verbessern müssen. Also los geht's. Im letzten Drittel muss die Spielkontrolle in konkreten Abschlussaktionen umgewandelt werden. Hier fehlten dem Walterball Speed, Ideen und wohl auch die geeigneten Spieler, um Angriffe schnell und präzise auszuspielen. Muss der Kader auf den offensiven Außen ergänzt werden? Also Sebastian, ich denke, wir sind uns einig darüber, dass man etwas mehr Kreativität vor allem im letzten Drittel braucht. Speed ist halt so eine Frage. Also Tempo, ja, fehlt, gebe ich jedem recht, der das sagt. Die Frage ist halt, wo willst du dieses Tempo ausspielen, wenn der Gegner im Endeffekt mit der letzten Abwehrlinie 5 Meter vom Seiten aus steht und davor nochmal eine Viererreihe positioniert. Immer schwierig dann was zu kreieren, aber was ich ja ausgemacht habe als große Schwachstelle, und ich wäre sehr interessiert daran, ob du das ähnlich siehst, sind die technischen Defizite. Die Spieler, die diese Defizite eigentlich nicht haben sollten, Daniel Didavi, Philipp Clement und auch ein Philipp Förster, dass die halt uns immer wieder bremsen in unseren Offensivbemühungen. Also da sind zum einen ganz schlecht gespielte Pässe und zum anderen ganz schlechte erste Ballkontakte. Und ich glaube, das bremst uns eher aus als der fehlende Speed der Spieler. Wie siehst du es da? Nee, klar, also erstmal muss man klar unterscheiden, also uns oder dem VfB, also uns fehlt definitiv die Geschwindigkeit im letzten Drittel. Und jetzt ist ja die Frage, ist das System schuld oder sind die Spieler schuld? Und ich würde sagen, ja, das ist so eine 50-50-Geschichte. Natürlich wird es halt selten bis zum Ende konsequent durchgespielt, aber ich gebe dir auch recht, da waren halt auch viele technische Unsauberkeiten dabei. Ne? Also wo man denkt, hey, diese Bälle muss man eigentlich dann besser verarbeiten können. Aber klar, die Gegner stehen tief drin, wenn sie gegen VfB stehen, aber trotzdem mit dem Kader musst du ja die Möglichkeiten haben, um die irgendwie auseinanderzuspielen. Ich meine, du bist ja quasi vielleicht nicht nur der FC Bayern der zweiten Liga, sondern vielleicht so der sogar der FC Barcelona, und auch da schaffen es ja Messi und Co. irgendwie immer irgendwelche Doppelpässe zu spielen, die zum Erfolg führen, und das klappt natürlich nicht in jedem Spiel, aber wenn man sich die Saison 2019 betrachtet, dann ist das echt viel zu wenig gewesen. Ja, für alle, die natürlich jetzt sagen, ja gut, Messi ist halt auch ein besserer Fußballer, das stimmt, aber haben... Ja, aber wenn du jetzt Messi nimmst und dann projizierst ihn auf die zweite Liga, dann bist du bei Daniel Didavi, also... Ja, das wollte ich eben gerade herausstellen. Ich sehe es halt so, dass du in der zweiten Liga auch deutlich mehr Zeit hast. Also das Tempo ist ja deutlich geringer als zum Beispiel in der ersten Liga und schon gar kein Vergleich mehr zur Primera Division oder La Liga, muss man glaube ich sagen. Ja, wie gesagt, ich finde es schwierig, da jetzt nur von Tempo zu sprechen und dass wir uns da einfach schnellere Spieler kaufen sollen. Das war ja jetzt auch noch so ein Thema, das der Rey Bucanero aufgebracht hat. Muss man den Kader offensiv noch ergänzen, gerade auf den Außen? Wie siehst du es da? Braucht es unbedingt noch neue Spieler oder würdest du sagen, der Kader ist eigentlich gut genug? Natürlich ist der Kader gut genug, um aufzusteigen, aber jetzt nach 18 Spieltagen sieht man auch, wir stehen auf Platz 3, und natürlich wird eine Verstärkung nicht schlecht tun. Und ich glaube, wenn man sich verstärken möchte, dann sollte man das auf den Außenpositionen machen, weil überall anders sind wir relativ gut besetzt, und wenn man Schwächen hat, dann definitiv auf den Außenpositionen. Wer schießt für den VfB die Tore? Also ich sehe nach wie vor keinen Grund, warum Mario Gomez weniger Tore schießen sollte als Fabian Klos. Die beiden sind mehr oder weniger gleich alt. Mario Gomez ist definitiv höher veranlagt. Also warum soll er weniger Tore schießen? Ich sehe schon ein paar Probleme. Zum einen Tempo. Also du merkst halt einfach, dass Gomez noch mal einen Ticken langsamer ist als Fabian Klos. Dann echt jetzt? Ich weiß es nicht. Also gut, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich die Bielefelder eher mal in Kontersituationen sehe und es dann den Anschein macht, als wäre Fabian Klos agiler. So möchte ich es mal sagen. Also deswegen ja. Genau, aber da muss man sich fragen, warum sind denn die Bielefelder als Tabellenführer in Kontersituationen der VfB nie? Also ich erkläre es mir so. Die ersten Spiele, als Bielefeld richtig aufgetrumpft hat oder auch zur Mitte der Saison, war es halt so, dass die meisten Gegner mitspielen wollten. Also Bielefeld war halt nicht der VfB, sprich es war nicht nur ein Erfolg gegen die zu punkten, sondern man hat sich durchaus was ausgerechnet gegen Bielefeld. Ja, natürlich, gar keine Frage. Und dann ergeben sich halt Räume,
die Bielefeld hervorragend mit langen Bällen natürlich bespielt hat. Es war jetzt nicht so, dass die tollen One-Touch-Fußball gespielt haben und ständig die Mega-Pässe, Vertikalpässe ausgepackt haben. Nee, es waren ja ganz einfache Mittel, die dazu zum Erfolg geführt haben. So, und natürlich gab es da mal ein Laufduell und natürlich gab es dann vielleicht auch mal einen Konter für Bielefeld, aber im Großen und Ganzen waren es ja die langen Bälle, die sie ja nach vorne dreschen, und das ist ja auch ein Stilmittel gewesen von Bielefeld, die das hervorragend auch über Stefan Ortega immer wieder aufgebaut haben, über den Torwart. Also das ist halt einfach von Uwe Neuhaus in Perfektion ausgearbeitet, dieses System, und funktioniert für die Bielefelder hervorragend. Und der VfB hat halt immer wieder das Problem, dass man anrennt oder mehr oder weniger antrabt und dann darauf hoffen muss, dass irgendwie mal ein Ball zu Mario Gomez dann durchgestochen wird oder von mir aus auch durchkullert oder von mir aus mal eine Flanke in die Nähe von Mario Gomez kommt und er muss das Ding dann irgendwie verwerten. Und ich sehe hier schon zum einen, also ein Tempodefizit rein von der Geschwindigkeit, gar keine Frage, aber auch so von der geistigen Geschwindigkeit ist mir manchmal aufgefallen, der braucht inzwischen einfach zu lang, um die richtige Entscheidung zu treffen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass er gar nicht mehr so viel Lust hatte, diese komplette Saison so durchzuziehen, wie er sie jetzt durchziehen muss. Aber das ist natürlich jetzt einfach dann auch nur eine Unterstellung oder auch wieder so Flurfunk, ja, der berühmte, den man so hört, dass Gomez eigentlich nicht dafür vorgesehen war, jetzt hier eine komplette Saison durchzuspielen und der eigentlich gar nicht mehr selber gedacht hat, dass er da regelmäßig zum Einsatz kommt. Aber ich sehe da halt ein Problem auch auf der Stürmerposition aktuell. Silas war mal... Ja, aber in der letzten Aufstiegssaison war unser Erfolgsrezept ja Insua, Terodde, Tor. Beide haben wir nicht. Darf das jetzt nicht Borna Sosa, Mario Gomez Tor sein? Also die sind ja beide nicht schlechter. Also ich würde sagen, einer davon war mal nicht schlechter, aber aktuell sehe ich Gomez als schlechter an als Terodde in unserer Aufstiegssaison. Muss ich leider so sagen. Also da fehlt mir einfach so ein Spieler, der in der Rückrunde für 10 Tore steht. Das sehe ich bei Mario Gomez ehrlich gesagt nicht. Ich sehe es aktuell auch nicht, aber... Und dann ist halt die Frage, selbst wenn du den hast, Sebastian, Entschuldigung, dass ich dich mal wieder unterbreche. Bitte, gerne. Selbst wenn du jetzt mit Gomez jemanden hättest, der mal ein paar Mal trifft, wer ist dann derjenige, der dahinter steht und Gomez ersetzen könnte? Sollte der ausfallen, sollte der doch mal nicht treffen? Also da fehlt mir auch ein Backup, der für Tore garantiert. Natürlich hast du mit Al-Ghadoui so jemanden, den kannst du da reinwerfen und der macht auch immer mal wieder seine Kiste, aber... Jetzt nur auf Al-Ghadoui würde ich auch nicht unbedingt setzen. Also mir fehlt da einfach jemand, auf den wir uns verlassen können. Und Gomez, Al-Ghadoui, von Gonzalez spreche ich schon gar nicht mehr. Da kann es ja auch noch sein, dass er den Verein verlässt. Und auf der anderen Seite ist er halt auch einfach nicht derjenige, der dir 10 Tore in der Hinserie macht. Also ich finde es überlegenswert, ob man nicht da nochmal schaut, ob es irgendjemanden gibt. Vielleicht ist Kalajdzic früher fit, als man denkt. Aber der hat ja auch schon gesagt, so ein klassischer Stürmer ist er eigentlich nicht. Also da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn es die Möglichkeit überhaupt gibt. Wenn jetzt nicht sicher wäre, dass Fabian Klos nur für Bielefeld trifft, dann können wir natürlich sagen, man nimmt die Santi-Millionen und klatscht die halt in Bielefeld auf den Tisch und sagt, hey, gib uns den Klos, ne? Weil dann steigst du halt auf. Oder vielleicht auch nicht, weil der halt nur in Bielefeld trifft. Aber da ist natürlich recht. Also uns fehlt natürlich der Knipser. Viva Terodde hat in der letzten Aufstiegssaison, der verlässlich halt seine Buden macht. Den haben wir halt gerade nicht. Und du hast auch keinen Mittelfeld, der das übernehmen könnte. Also, da trifft ja auch keiner regelmäßig. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Also, du hast den Clement, der leider Gottes nicht funktionierte bislang. Die Davi haben wir, glaube ich, schon 100-mal drüber gesprochen. Das ist ein geiler Kicker, aber du kannst halt einfach nicht mit ihm planen, weil eine Verletzung ist immer drin. Förster trifft halt nie das Tor, braucht viel zu viele Abschlüsse, um dann mal zum Torerfolg zu kommen. Also, auch da, es ist einfach schwierig. Also, ich kann mich noch erinnern, dass Thomas Hitzesberger gesagt hat, er möchte möglichst viele Spieler verpflichten, die in der Lage sind, Tore zu schießen und möchte die Last auf mehrere Schultern verteilen. Nur so richtig funktioniert es bislang noch nicht. Silas ist so ein bisschen ins Laufen gekommen in den letzten Spielen dann in der Rückrunde. Vielleicht ist das noch jemand, der den nächsten Step machen könnte. Aber mir würde es einfach gut tun, wenn wir nochmal jemanden hätten, weiß ich nicht, 27, 28-jährigen Stürmer, der für Tore in der zweiten Liga zumindest garantiert. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Und ich finde, da kannst du dann auch... Wie alt ist Marc Schnatterer? Nee, der ist ja kein Stürmer. Ja, was? Der könnte Tore vorbereiten, aber der wird nie und nimmer zum VfB gehen. Das ist ja, VfB, ja... Das sind halt die typischen Namen, die hier in Stuttgart immer mal wieder gehandelt werden. Ja, der wird auch nirgendwo anders treffen als in Heidenheim. Also.
Also das wäre halt so ein typischer Transfer, dann fragen sich danach alle, wie kann man den nur verpflichten und so. Also ich finde den super, ich finde, das ist ein geiler Typ, aber da könntest du jetzt auch mit Nazarov von Aue kommen oder so. Also das sind halt einfach Typen, die stehen für ihren Verein und die sind wichtig für ihren Verein und die haben auch eine ganz, ganz hohe individuelle Klasse, aber das sind halt einfach so Vereinslegenden für eher kleinere Vereine und keine Spieler, auf die ich jetzt bauen würde, sag ich mal. Also das ist... Ja, also mich hinterlässt dieses Thema Stürmer sehr unzufrieden, muss ich sagen. Die Außenpositionen, da gebe ich eben recht, der sagt, da wäre vielleicht auch noch der ein oder andere gut, aber da habe ich Hoffnung, dass man vielleicht auch mit dem System noch so ein Stück weit arbeiten kann. Aber es fehlt ja zum Beispiel ein ganz klarer linker Mittelfeldspieler, fehlt ja komplett in unserem Kader, haben wir nicht, gibt's nicht. Genauso wie einen zweiten Rechtsverteidiger, gibt's nicht beim VfB. Also ich sehe da schon noch irgendwie Handlungsbedarf, auch wenn Thomas Hitzesberger den nicht sieht, jedenfalls nicht offiziell, aber so richtig glücklich macht mich der Kader nicht, weil es Positionen gibt, die überhaupt nicht gut besetzt sind und auf der anderen Seite haben wir Mittelfeld gerade in Zentrumpositionen dreifach besetzt, bräuchte es auch nicht unbedingt. Aber gut, mal gucken, ob da sich noch irgendwas tut in den nächsten Tagen. Vorstellen könnte ich es mir. Thema Restverteidigung war auch noch etwas, was der Ray Bucanero mit in seinen Thread gepackt hat, und zwar schreibt er, die Restverteidigung war vor allem in den ersten Saisonspielen problematisch. Während den Rochaden im Aufbauspiel von vielen Gegnern mit einem kompakten Zentrum die Wirkung genommen wurde, Matarazzo muss an der Balance arbeiten und den Sechserraum besser kontrollieren. Sehr gutes Thema, denn das ist für mich auch ein ganz, ganz großes Problem gewesen in der Hinserie. Vor allem zwischen dem Sechserraum und dann den Innenverteidigern klafften immer enorme Lücken und es war viel zu einfach, einfach diese Zone zu überbrücken von gegnerischen Mannschaften. Und da kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das auch interessant werden könnte, nämlich wer ist denn jetzt der richtige Sechser in der Rückrunde? Denn mal davon abgesehen, dass Santi gegangen ist, wissen wir eigentlich, dass Karasor einfach noch nicht so weit ist und einfach zu langsam ist und manchmal dann auch zu schlampig am Ball, einfach noch so ein bisschen Zeit braucht oder vielleicht auch nicht viel besser Fußball spielen kann, weiß es nicht, aber ganz schlecht macht das ja auch nicht, aber der klassische Sechser, der dann wirklich so als Dirigent da fungiert, ist er halt einfach nicht. Auf der anderen Seite hast du Endo, der jetzt auch gegen Hannover das ein oder andere offenbart hat an Schwachstellen. Dann sind wir ganz schnell vielleicht bei Orel Mangala. Wie siehst du es da? Also wer ist für dich denn jetzt der Sechser, mit dem Matarazzo planen sollte? Orel Mangala, keine Frage. Punkt. Ja, Punkt. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es echt schade, dass der in der Hinrunde überhaupt nicht so zur Geltung kam und als rechts im rechten Mittelfeld eingesetzt wurde. Ich kann mich erinnern, er hat ein Spiel mal auf der Sechs gemacht und das war richtig gut. War das gegen Regensburg oder war, ich glaube gegen Regensburg war das, oder? Also richtig gut. Was ist das noch? Keine Ahnung. Ja, okay. Ich auch nicht mehr so 100%, obwohl ich mir alle Spiele nochmal in der Winterphase jetzt hier angeguckt habe in der Weihnachtszeit. Zum Leidwesen meiner Familie. Gut. Ich wollte gerade sagen, deine arme Familie, echt. Ja, naja, gut. Also ich bringe dann immer regelmäßig einen Blumenstrauß mit und lade meine Frau zum Essen ein und versuche auch sonst ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Meistens klappt es dann auch, hoffe ich. Sie gibt mir jedenfalls das Gefühl, es wäre so. Gut, dann schreibt er noch, sowohl hinten als auch vorne fehlten im Saisonverlauf zunehmend Konsequenz und Konzentration. Diesen Trend muss Matarazzo durchbrechen. Walters Strafenrat sorgte zwar bei den Beobachtern für Erheiterung, bei der Mannschaft aber nicht, in Klammern mehr, für den letzten Punch. Ja, also ich glaube, auch das können wir so stehen lassen. Irgendwie muss man, weiß nicht, die Konzentration hochschrauben und eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, es muss selbstverständlich sein für jeden Spieler, dass er bei jedem Spiel versucht, an die Leistungsgrenzen zu kommen. Und das sollte nicht irgendwie uns einmal auffallen bei einem Spieler und dann feiern wir den irgendwie, weiß ich nicht, zwei Ausgaben lang total ab und dann ist es auch wieder vorbei. Ich kann mich erinnern, Förster ist so gestartet, dass er richtig Vollgas gegeben hat. Und du hast fast dich gewundert, mit was für einer Imbrunst der da auf dem Platz rumläuft, aber das war dann auch ganz schnell wieder weg. Ja. Gut. Ich denke mal, das können wir soweit stehen lassen. Vielleicht noch einen letzten Tweet aus diesem Thread und dann machen wir das Feld zu. Und zwar schreibt er, aus dem Gegenpressing resultieren schon unter Walter mehr Torchancen als aus Ballbesitz. Nagelsmann in Leipzig und Klopp in Liverpool zeigen gerade, wie Ballbesitz und Gegenpressing effizient kombiniert werden können. Matarazzo dürften diese Ideen nicht fremd sein. Finde ich ein gutes Beispiel. Gerade Liverpool macht das natürlich perfekt. Ist auch wieder
klar, sind andere Spieler und es wird auch ein anderer Fußball gespielt in der Premier League und in der Champions League, das darf man einfach nicht vergessen. Also so destruktive Gegner, wie wir in den letzten Spielen dann so bespielen mussten, die gibt es schon relativ selten. Also das ist dann frech, aber legitim und man muss sich dafür einfach, ja, muss Ideen finden, Ansätze finden, wie man solche kompakten Abwehrreihen, kompakten Zentren einfach durchbricht. Und da ist natürlich immer der Trainer gefragt, aber auf der anderen Seite dann auch Spieler, die sich Dribblings zutrauen und dann einfach versuchen, durch individuelle Stärke, die sie definitiv alle auch mitbringen, ja, Räume aufzumachen und Chancen zu kreieren. Und da bin ich halt wieder bei der Einstellung, die für mich auch viel zu selten kritisiert wird. Jedenfalls, wenn ich so diverse Zeitungen aufschlage, dann lese ich da relativ wenig. Also das wundert mich auch. Das war ja auch schon mal anders hier in Stuttgart. Da wurden ja Spieler auch deutlich schärfer für ihre Leistung kritisiert. Und da könnte es von mir aus ruhig noch ein bisschen mehr geben in diese Richtung. Ja, ich denke mal, dann haben wir das Thema soweit durch, oder? Erwartungshaltung an Matarazzo. Oder möchtest du noch was dazufügen? Ich merke schon wieder, ich gerate in Plauderlaune. Ja, du plauderst schon wieder. Nee, ich bin, wir hatten ja gesagt, wir machen heute 60 Minuten. Wahrscheinlich sind wir jetzt bei 70. Alles gut. Ich bin mit dem Thema voll und ganz zufrieden. Gut, dann erwähne ich noch ganz kurz. An diesen ganzen Dingen wird natürlich gearbeitet. Zum einen jetzt morgen am Dienstag, wenn es dann zum ersten Mal raus auf den Platz geht. Und dann auch im Trainingslager in Spanien. Abflug ist am 10.01. Und interessant ist, dass Ebenezer Ofori mit dabei sein wird. Der kommt aus New York zurück. Die Leihe ist beendet. Und er hat jetzt noch ein halbes Jahr Vertrag hier beim VfB Stuttgart und hat die Möglichkeit, sich im Trainingslager zu zeigen. Und Nathaniel Phillips, der ja eigentlich an uns von Liverpool verliehen wurde, dann aber zurückgerufen wurde, weil Liverpool so viele verletzte Spieler hat und viele Spiele bestreiten muss, soll wohl auch dann, ich weiß nicht, ob er beim Trainingslager wieder dabei sein wird, aber er soll in der Rückrunde auch wieder mit dabei sein. Kommen wir nachher noch ganz kurz drauf zu sprechen. Genau, aber hast du gestern seine Monster-Grätsche im FA Cup gegen Everton gesehen? Natürlich. Und ich dachte mir, sensationell, oder? Das hat der Missland hat hervorragend gescoutet. Den Mann muss man wieder zurückholen. Nein, also, das muss man auch mal sagen. Ich finde Nathaniel Phillips in seinen Verteidiger oder hat hervorragende Verteidigerqualitäten. Er ist ein bisschen langsam, finde ich, und manchmal ein bisschen ungelenk, aber wenn es so gerade um Luftzweikämpfe geht und auch in ganz normale Taglings und einfach den klassischen Zweikampf, dann ist das ein richtig guter und der wird sich auch noch weiterentwickeln, da bin ich mir sicher. Sein Problem wird immer das Tempo bleiben. Tempo, ja. Ja, und er muss sich da irgendwie mit einem Tempotrainer zusammensetzen und dann gleichzeitig sein Stellungsspiel noch verbessern und dann kann da schon jemand werden, der vielleicht nicht in der Champions League auf sich aufmerksam macht, aber wer weiß das schon genau, vielleicht ist da noch was möglich, aber definitiv jemand, der sehr hochklassig spielen wird. Also da lege ich mich jetzt schon mal fest. Das ist schon ein guter Mann, gar keine Frage. Gut, ich würde sagen, Sebastian, wir nutzen jetzt die Möglichkeit und spielen mal, nachdem wir jetzt so viel über Thomas Hitzesberger und natürlich auch über Sven Mislintat gesprochen haben, und spielen mal jetzt ein Interview ein, das du gestern beim Mercedes-Benz Junior Cup mit Thomas Hitzesberger führen durftest, der da ganz, ganz interessante Sachen erzählt, in einer sehr angenehmen Atmosphäre, muss ich sagen. Also großes Lob an den Interviewer. Ich glaube, es war dein erstes Audio-Interview, oder? War es dein erstes Audio-Interview, das du geführt hast? Ich hatte ja tatsächlich schon Anfang 2019 die Ehre, mit Thomas Hitzesberger ein Audio-Interview zu führen. Allerdings hatte ich kein Aufnahmegerät dabei. Insofern war es ein Audio-Interview ohne Beweis. Es war dann vermutlich mein erstes Audio-Interview. Also hast du hervorragend gemacht und danke. Sebastian das gemacht hat, hören wir uns jetzt an. Bis gleich. Dann kann ich ja mit den Fragen mal zum Turnier einsteigen. Ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre hier und früher kannte ich eigentlich von den U19-Spielern so gut wie keinen. Jetzt habe ich das Gefühl, fast alle zu kennen. Meinst du, das liegt daran an den Erfolgen des letzten Jahres? Oder ist das grundsätzlich so, auch jetzt bei beim VfB, die U21 halt eher unterklassig spielt, dass die U19 immer stärker in Fokus rückt? Glaube jetzt Erfolge, weil ich vorher auch gesagt habe, sind Pokalsieger geworden, das war im Fernsehen, wurde übertragen, dann Finale wurde übertragen, ich glaube Halbfinale auch. Dann schaut man als VfB-Fan, gerade so jetzt wieder, wenn Profis nicht so ganz gut sind, schaut man ja eher hin. Und irgendwie alle wollen wieder eigene Nachwuchsspieler haben, das Interesse ist größer,
Die Jungs, glaube ich, sind auf Instagram. Ich habe jetzt auch viel erfahren, wo die im Urlaub waren. Ich musste die gar nicht mehr fragen. Ich habe auf Instagram nachgeschaut und das ist halt auch ganz gut. Das heißt, es gibt viel bessere Möglichkeiten, sich zu informieren über die Jungs. Und als Fan macht man das. Also ihr seid natürlich auch super interessiert im VfB und nehmt alles auf, was der Verein bietet. Und wenn Jungs sich so, sag mal, präsentieren, dann nehmt ihr das auf. Aber der Erfolg einerseits, das andere ist halt die Möglichkeit, sich zu zeigen, das Turnier. Und dann anschließend die Frage, ist dann vielleicht das Bindeglied zwischen Turnier und Profiteam. Fahren Spieler von der U19, von der U21 mit ins Trainingslager? Es wird welche geben, die mitfahren. Ja. Genau, und wer hat das denn in dem Fall entschieden? Weil der neue Trainer kann es ja eigentlich nicht beurteilen, oder? Wir haben, wenn man so will, jetzt erstmal den Cheftrainer gewechselt, aber das andere Trainerteam ist ja noch da. Das heißt, die waren schon mit einbezogen auch. Also wir haben eine Planung gemacht, hey, wer hat sich's verdient, von den Nachwuchsspielern mitzugehen? Wie managen wir das? Und jetzt habe ich gestern mit Michael Gentner auch gesprochen. Wir sind klar, wer mitgeht. Und der neue Trainer hat es dann auch zu akzeptieren. Also wir geben ihm ja keine Spiele, wo wir sagen, ey, die bringen nichts, sondern die haben sich verdient, die wollen wir dabei haben und dann gehen die auch mit. Wer das ist, kann man es auch schon? Ey, will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil ich glaube, wir sprechen jetzt erstmal die Jungs selber. Also, die wissen es noch gar nicht. Teilweise, ich war jetzt bei den Gesprächen nicht dabei, ich will jetzt hier nur keinen Fehler machen, ja, dass sie alle Bescheid wissen, kann schon sein. Wenn dem nicht so ist, dann will ich ja nicht. Nee, na klar, weil aber ich bin jetzt nicht raus, der, den die Botschaft... Es ist nicht nur einer, der mitfährt, sondern es werden dann mehrere genau sein. Und die haben dann vermutlich auch eine gute Chance in der Rückrunde dann mal im Neckarstadion auf dem Rasen zu stehen. Neckarstadion? Ja, im Stuttgarter Stadion. Ihr seid gut, ey. Das hoffe ich natürlich, das ist immer unser Anspruch. Ja. Also wir haben jetzt, mein Lee war ja ein paar Mal auf der Bank und das ist schon eine erfreuliche Entwicklung, sozusagen der als 17-Jähriger in der zweiten Liga auf der Bank zu sein, ist eine super Entwicklung. Ob er es in der Rückrunde packt, noch näher ranzukommen, Einsätze zu kriegen, ich gönne es ihm, wäre für uns alle super, für ihn in erster Linie. Und wenn noch ein, zwei in der Vorbereitung auch überzeugen, hey, sofort, gerne. Und die Entscheidung für Materazzo als Trainer soll auch für die gleiche oder noch mehr Durchlässigkeit dann sorgen von den U-Kadern zum Profiteam? Also es ist ja immer so, dass wir das tun, was wir auch sagen. Es ist immer der Vorwurf, also gibt es den Vorwurf mangelnde Transparenz und dann irgendwie ändern die immer ständig den Plan. Wir haben schon gesagt, wir wollen einen Trainer, der Ballbesitz spielt, kam Tim, der genau das getan hat. Da muss man halt erkennen, Ballbesitz heißt nicht automatisch jedes Spiel überragend spielen und gewinnen. Und dann gab es noch ein paar andere Gründe auch. Und jetzt wieder jemand zu holen, der es komplett anders macht, ist halt extrem schwierig, immer wieder die Ausrichtung zu ändern. Wir haben auch den Kader so zusammengestellt, dass wir hauptsächlich Spieler haben, die übers Passspiel kommen, die lieber am Ball am Fuß haben, als ihn erobern zu wollen. Aber muss auch dazu sagen, es gibt heutzutage nicht mehr nur Ballbesitz oder gegen den Ball. Du musst alles irgendwie beherrschen, wenn du gut sein willst. Und ich glaube, dass das Pellegrino genau das hat. Ich finde das halt bei Julian Nagelsmann so beeindruckend, dass ich, glaube ich, immer eher einen Matchplan hat, so, was bietet uns der Gegner an? Und wir haben Mittel dagegen. Wir müssen aber alles dann können. Und da hat er auch viel gelernt. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und genau diesen Ansatz. Wir haben gerne den Ball. Wenn es aber ein Spiel erfordert, dass wir uns vielleicht zurückziehen und Ball erobern, was für das Spiel das Richtige ist, das wenden wir an. Und war für mich auch wieder eine neue Erkenntnis, dass es nicht nur zwei Denkschulen gibt im Fußball, sondern wir brauchen die richtige Lösung für jedes Spiel. Wenn wir dann am 29. Januar gegen Heidenheim im Stadion sitzen, sehen wir dann auf dem Rasen, dass ein anderer Trainer auf der Bank sitzt? Also glaubst du, dass das Spiel wirklich sichtbar dann gleich anders wird? Also mir ging es im ersten Spiel gegen Hannover so, da hat man gesehen, also da ist ein Trainer auf der Bank, der lässt irgendwie eine andere Art von Fußball spielen. Und mit der Zeit hat sich das so ein bisschen in der Hinrunde für mich verwaschen. Und hat dann das Team deutlich weniger Ballbesitz oder spielt es mit weniger Querpässen im Mittelfeld? Also was wird anders sein? Also was ja schon auch wieder so war, die Erfahrung, also wir stellen jetzt mal die Fußballidee über den Rest und haben dann erkannt, puh, es waren jetzt auch nicht immer alle glücklich, so wie wir gespielt haben, obwohl es interessant war und eine andere Form, wie du sagst, am ersten Spiel hat man gemerkt, ey, da ist was ganz anderes. Aber wir müssen liefern, wir brauchen Ergebnisse. Und dann, wenn man sagt, hey, da kennt man die Handschrift des Trainers, aber irgendwie wir gewinnen jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, dann ist auch wieder ein Problem da. Und daher ist es gar nicht so wichtig, ob man erkennt, dass jetzt ein neuer Trainer da ist, wichtig ist, dass wir das Spiel gewinnen. Also wir haben am Anfang der Saison auch immer über Entwicklung gesprochen, wir wollen uns entwickeln, also langfristig.
gibt es nicht im Fußball. Wir sind dazu verdammt, schnell Ergebnisse zu liefern. Wir wollen aufsteigen und wollen uns dazu parallel entwickeln. Und das ist so, kann keiner kommen, sondern geben wir mal 3 Jahre, wir entwickeln uns. Wenn wir nicht aufsteigen, dann haben wir ein anderes Problem. Also müssen wir beides hinkriegen. Ich habe mit Pellegrino auch drüber gesprochen und habe gesagt, hey, der Auftrag ist klar. Also wir können entwickeln. Ich weiß, du hast viel mit jungen Spielern zusammengearbeitet. Kümmere dich auch um die. Aber wenn wir nicht aufsteigen, dann findet keine Entwicklung statt, weil wir, wie gesagt, andere Probleme haben. Und das müssen wir alles unter einen Hut kriegen. Und der Kader hat aber keine Probleme mehr. Jetzt sind mit Askasiba und den Zua 2 gegangen. Mhm. Aber ihr wollt erstmal nichts machen, es sei denn, habe ich gelesen, es kann ein Vorgriff dann für die nächste Saison schon sein. Aber jetzt ein klassischer Wintertransfer ist nicht geplant, weil ob es da von außen ist, vielleicht doch zu wenig Tempo oder man braucht noch mehr Spieler, die irgendwie ein bisschen schneller sind. Aber da plant ihr nichts. Also der Kader ist aufstiegstauglich. Genau, das finde ich schon, dass er aufstiegstauglich ist. Also da braucht man uns überhaupt nicht beklagen, sagen, oh, uns fehlt irgendwie Qualität. Man kann immer noch was dazu packen. Genau, ob es ein Vorgriff ist auf den Sommer, aber dann müssen wir auch sagen, wir müssen erstmal in der zweiten Liga bestehen. Und trotzdem, ich will es nicht ausschließen. Ich sage nur, das beruhigt mich schon etwas, wenn ich drauf schaue, wen haben wir eigentlich? Wir können Santi auch abgeben, weil wir sagen, hey, wir haben dann auch, also natürlich wollte er auch gehen, aber wir konnten uns das leisten und sagen, wir haben dafür auch mehr eingenommen, als wir für ihn ausgegeben haben. Und wir glauben an die Spieler, die da sind, dass sie ausreichend Qualität haben, um uns zum Aufstieg zu bringen im Mittelfeld. Und dann habe ich einen Kaderplaner und Sportdirektor an der Seite, der immer wieder auch jemanden findet und sagt, oh, das ist interessant. Da will ich das nicht ausschließen, aber ich sehe keinen Zwang, etwas zu tun. Und der neue Trainer muss auch schon mal nach den ersten Trainingseindrücken sagen, vielleicht, ob es jetzt das Tempo über außen ist, das uns ein bisschen fehlt, hängt auch vom System ab. Tim war immer sehr klar, was er spielen will, das haben wir gerade auch zusammengestellt. Trotzdem ein bisschen variabel, und wenn Rino dann sagt, pass mal auf, hier brauchen wir wirklich noch was, dann müssen wir darüber sprechen. Aber in Summe können wir uns nicht beklagen über das, was wir haben. Okay. Ja, wir sehen jetzt hier hoffentlich die kommende Generation an VfB-Profis. Jetzt mit Santi ist ja tatsächlich einer gegangen, der schon 2,5 Jahre da war. Und ich habe schon gesagt, es ist und ich habe, wir haben jetzt, glaube ich, keinen Spieler mehr bei den Profis, der länger als 2,5 Jahre da ist. Also wie schafft man es jetzt, die Jungs, die da kicken, zu binden, auch wenn man noch gar nicht weiß, ob es wieder hoch in die Bundesliga geht. Also was ist die Perspektive, die ihr denen gibt, dass sie hier in Stuttgart bleiben, auch wenn es sportlich halt gerade jetzt nicht so läuft? Wem jetzt, also die wir im Sommer den U19-Spielern, also dass die jetzt wirklich bleiben, weil die kriegen ja wahrscheinlich auch ständig irgendwelche Angebote aus Freiburg, Hoffenheim, wo man sagt, hey, unsere erste Mannschaft spielt erste Liga, willst nicht zu uns kommen? Also es muss erstmal einer hinkriegen, von der U19-Bundesliga direkt in die erste Liga, das schaffen die wenigsten. Oder halt dort in die zweite Mannschaft dann zu wechseln. Ja, aber bei uns ist die zweite Liga, ist der Schritt halt nicht so groß. Mhm. Ich finde, dass wir in der Zusammenarbeit zwischen Nachwuchs und Profis uns deutlich verbessert haben, dass die Inhalte gut sind. Viele haben sich aufgeregt über die Oberliga und jetzt merkt man, so Roberto Massimo, der hat da viele Spiele gemacht und dann schafft das auch wieder zu den Profis. Das ist eine andere Selbstverständlichkeit jetzt da, wie wir zusammenarbeiten, und auf einmal ist Oberliga nicht mehr das große Problem, weil sie merken, der Austausch ist da, Nachwuchsspieler U19 und U21 trainieren bei den Profis mit, können sich da zeigen. Das heißt, die Abstimmung ist viel besser geworden, plötzlich ist die Oberliga kein Problem mehr. Natürlich wollen wir aufsteigen, ja, weil es hilft, aber wir sind nach wie vor eine gute Adresse. Also bei allem, was dann auch irgendwie vielleicht suboptimal ist bei uns. Wir haben schon noch viel zu bieten für junge Spieler, und das müssen die wissen. Ob es die Trainingsbedingungen sind, die Option weiterzugehen. Jetzt Lee ist ein Beispiel, die schauen ja auch so, hey, wie ist die Durchlässigkeit? Jetzt haben wir einen 17-Jährigen, der ein paar Mal auf der Bank war. Das ist nicht schlecht. Wenn die nach Freiburg gehen, da aber keine Rolle spielen, dann vielleicht dort in der zweiten Mannschaft spielen, glaube ich, ist es besser als ist bei uns besser. Und das muss jeder für sich auch abwägen, und die handelnden Personen. Darum geht's. Also wer ist da, wie sprechen mit mir, helfen die mir, ein besserer Spieler zu werden? Und ich finde, nochmal bei aller Kritik, die ja auch teilweise natürlich berechtigt ist, haben wir noch viel zu bieten und sind noch echt ein Verein, bei dem man auch mal länger bleiben kann und wo es eine Perspektive gibt. Ja, hervorragend. Vielen Dank, lieber Sebastian, für deine Mühen. Natürlich nicht jetzt exklusiv für SDR, sondern eigentlich für den Vertikalpass unterwegs. Und da empfehle ich gleich mal vertikalpass.de, mache ich sonst eh so selten. Da gibt es einen schönen Artikel zum Junior Cup. Und es gibt natürlich nicht nur den Artikel, der sehr lesenswert ist, sondern es gibt gleichzeitig dann auch noch mal die Audiodateien, die ihr euch da gesondert anhören könnt. Und genau, nicht nur zum Gespräch mit Thomas Hitzberger, sondern auch zum anderen 2007er Meisterhelden Timo Hildebrand, den ich dann tatsächlich auch gleich danach in dieser Kabine in den Katakomben vom Glaspalast begrüßen durfte. Und das Gespräch war auch total interessant. Also ja, es war sehr, sehr aufregend am Samstag. Also klickt da mal rein, lest euch das durch, lohnt sich. Ich fand's
ja, auf jeden Fall lesenswert. So, jetzt geht es natürlich darum, nochmal ganz kurz aufzugreifen, was Thomas Hitzesberger da so erzählt hat. Keine Sorge, das wird jetzt keine 40-Minuten-Review eines 10. Die zweistündige Analyse des Interviews. Genau, nein, so schlimm wird es nicht. Aber was interessant war, war ja schon die ganz klare Ansage, egal was ist, Entwicklung hin und her, wenn wir nicht aufsteigen, wenn wir keine Erfolge einfahren, dann haben wir keine Entwicklung und dann haben wir ein Problem. Also Hitzesberger hat da eigentlich schon ein sehr interessantes Zitat rausgehauen. Was war so dein Eindruck? Das zeigt ja auch, er sieht es halt genauso wie wir gewöhnlichen Fans. Ne? Also Entwicklung schön und gut, aber Aufstieg ist halt irgendwie Pflicht und ohne Aufstieg natürlich auch keine Entwicklung. Und da sieht man ja auch, dass der Vorstandsvorsitzende des VfB das auch genauso sieht wie wir, was ich dann relativ beruhigend finde. Wie war sonst dein Eindruck von Thomas Hitzesberger, der natürlich in oder vor jedes Mikrofon gezerrt wurde, aber du hast ja das Privileg genossen, dass du in einer Kabine mit ihm ja unter vier Augen sprechen konntest. Und wie gesagt, mir hat ja die Atmosphäre bei eurem Interview so gut gefallen. Es war sehr entspannt, aber war er es auch oder hast du das Gefühl, es ist schon ein bisschen viel, was da gerade so abgeht? Also grundsätzlich, ich hatte das gefühlt schon so im Präsidentschaftswahlkampf, dass ich dachte, hey, ich möchte weder mit Klaus Vogt noch mit Christian Riedmüller tauschen, die da irgendwie auf Tour gehen und jeden Abend irgendwo anders sind und Fragen beantworten und Selfies machen und dies und das. Und diesen Eindruck hatte ich auch dann bei Thomas Hitzesberger, hey, also ich möchte echt mit den Verantwortungsträgern nicht tauschen, weil die müssen so viele Termine absolvieren, die werden ständig gefragt, ständig hast du irgendwie eine Kamera in der Fresse und musst halt hier lächeln, da lächeln und so weiter. Insofern bin ich halt umso dankbarer, dass ich die Möglichkeit hatte, dann sowohl mit Thomas Hitzesberger als auch mit Timo Hildebrand dann wirklich so ein 1:1-Gespräch zu führen. Und ja, die beiden waren auch total sympathisch und angenehm, aber man merkt halt schon, ja, was da so hintersteht, ne, und wie viele Termine die zu absolvieren haben und so weiter. Aber das war schon ein tolles Erlebnis. Aber man merkt dann natürlich schon, unter welchem Druck die beiden halt auch stehen. Also, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass wir das jetzt hier auch benutzen durften und ausstrahlen konnten. Also danke für deinen Einsatz. Und ich würde sagen, so ein paar Sachen können wir eigentlich direkt jetzt hier auf unsere nächste Rubrik mit übernehmen, nämlich Transferpolitik. Da hat sich ja Thomas Hitzesberger auch eindeutig, zweideutig geäußert. Eigentlich hat er gesagt, er sieht keinen Handlungsbedarf, er findet den Kader gut genug. Aber wenn es da vielleicht den ein oder anderen Spieler gibt, der über außen eine neue Würze mit ins VfB-Spiel bringen könnte, dann wäre das vielleicht noch eine Position, über die er nachdenken würde. Ich denke mal, das habe ich so richtig verstanden, oder? Genau, ich finde, er hat zweierlei gesagt, also oder dreierlei gesagt. Einmal, der Kader Stand jetzt ist aufstiegstauglich, okay. Dann Punkt 2, wenn Sven Mislintat hat irgendjemanden entdeckt, den er halt in der Winterpause verpflichten möchte, ist das cool, ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist, wenn der Trainer nach den ersten Eindrücken im Trainingslager sagt, hey, ich habe Handlungsbedarf auf den und den Positionen, dann reagiert man auch drauf. Ne? Und das sind diese drei Punkte, die auch total Sinn machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich halt bis zum 31.01., ich glaube, so lange ist das Transferfenster offen, noch irgendwas tut. Also ob das Diamantenauge zuschlägt, wissen wir nicht. Ob Herr Matarazzo Handlungsbedarf sieht, wissen wir auch nicht. Aber vielleicht kannst du für mich beurteilen, ob der Kader wirklich aufstiegstauglich ist. Also würdest du sagen, ja, ist aufstiegstauglich oder ja, nee? Ja, also ich würde sagen, der Kader ist aufstiegstauglich, klar. Okay, dann guck mal so ein bisschen auf das, was so in den letzten Tagen in Sachen Transferpolitik passiert ist. So ganz große Gerüchte gibt es ja nicht. Es gibt immer noch den Herren, und jetzt tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Nachnamen. Heißt er jetzt Schrulinov oder weißt du, wie man den Nachnamen richtig ausspricht? Also, aber ich muss gestehen, nachdem dem Herrn aus Köln irgendwie der Ruf nacheilt, dass er auch jetzt nicht so besonders einsatzwillig sei, wenn es darum geht, in niederklassigen Wettbewerben eingesetzt zu werden, ist es mir auch echt komplett egal, ob er kommt oder nicht. Also ich bin bei dir. Mir ist es nicht komplett egal. Ich möchte ihn eigentlich hier nicht unbedingt sehen, sage ich dir so, wie es ist. Und das liegt nicht daran, dass es irgendwelche Gerüchte um diesen Spieler gibt, sondern mir geht das schon ein Stück weit auf den Sack, dass man beim VfB immer wieder davon spricht, dass man endlich mal die eigene Jugend mehr fördern muss und die Jungs mit ranführen muss an die erste Mannschaft und dann ständig junge Spieler, die im gleichen Alter sind wie eben unsere A-Jugendlichen und U21-Spieler, verpflichtet und möglichen Talenten vorsetzt.
Also mir ist schon klar, dass du nicht einen kompletten U19-Jahrgang übernehmen kannst und wenn es gut läuft, vielleicht auch nur einen Spieler groß rausbringen kannst aus einem erfolgreichen Jahrgang. Alles klar, so schlau bin ich selbst, braucht mir jetzt keiner irgendwie eine Mail schicken oder einen Tweet, weiß ich. Aber was mir auf den Sack geht, ist, du hast so einen erfolgreichen Sommer hinter dir. Ja, hast den DFB-Pokal gewonnen, der Junioren, bist Vizemeister geworden, hast eigentlich, musst du sagen, in der ersten Halbzeit den aktuellen Meister an die Wand gespielt und dann macht der Lockel einen blöden Fehler und Mack bügelt den aus, kriegt die rote Karte und danach kippt das Spiel komplett. Aber bis dahin war der VfB eigentlich der sichere deutsche Meister und du siehst nicht einen Spieler. Okay, Lee Egloff hat zuletzt dann immer mal wieder die Möglichkeit bekommen, zumindest auf der Bank zu sitzen. Aber trotzdem, du siehst überhaupt niemanden, der da den nächsten Step machen darf beim VfB Stuttgart. Es geht mir nicht darum, dass man da, wie gesagt, den kompletten Kader hochzieht. Mir geht es da um neuralgische Punkte, die du jetzt mit Talenten aus dem Ausland besetzt hast, die du teuer gekauft hast, die aus meiner Sicht unserer Jugend auch ein Stück weit nicht nur den Platz wegnehmen, sondern auch die Möglichkeit verwehren, den nächsten Schritt zu machen. Du hast ja eh schon einen großen Kader in der ersten Mannschaft. Und jetzt nehmen wir mal einfach die Mannschaft, die gegen Dortmund im Meisterschaftsfinale gespielt hat. Da hast du einen Sebastian Hornung. Großartige Leistung, auch jetzt wieder beim Junior Cup. Ist schon klar, das ist ein anderes, es ist halt ein Turnier, das ist ein kleineres Tor und ist mir schon klar, dass das alles natürlich ein bisschen anders bewertet werden muss. Aber eins steht fest, der Hornung ist ein guter Torhüter. Was dem eigentlich fehlt, ist so ein bisschen die Größe. Aber wir kennen Jan Sommer, der auch als kleiner Torhüter Weltklasse-Leistungen zeigt. Also hier kann man die Frage stellen. Ich möchte kurz an der Stelle klein mal so ein bisschen relativieren. Also mit klein meinst du 1,85? Für einen Torhüter klein. Ich möchte es so einschränken. Genau, ja. Für einen Torhüter klein. Aber auf was ich hinaus will ist, du verlängerst den Vertrag mit Jens Grahl. Und wir sind uns alle darüber einig, Jens Grahl ist ein Torhüter oder überhaupt ein Spieler für den VfB Stuttgart, den möchten wir eigentlich nicht missen. Das ist einer der wenigen Spieler, mit denen man sich überhaupt noch identifizieren kann, dem man es abnimmt, dass er wirklich diesen VfB wirklich liebt. Und ja, er ist halt einfach jemand, der sonst wahrscheinlich in der Kurve stehen würde, wenn er nicht gerade zufällig auf der Bank sitzen müsste. So, und, also dem nehme ich das auch komplett ab. Aber die Frage ist halt, was bringt das denn jetzt in Sebastian Hornung, dass mit diesem Torhüter auch nochmal verlängert wird? Also ich sehe halt hier eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann setzt den von mir als dritten Torhüter auf die Bank oder nimm den halt regelmäßig mit und dann spielt er ein bisschen Oberliga, aber kriegt vielleicht auch mal eine Möglichkeit im Pokal. Also da ist doch die Möglichkeit eigentlich da, ihn jetzt als dritten Torhüter schon mal mitzunehmen und dann vielleicht als Nummer zwei hinter wer auch immer dann nächste Saison Torhüter sein wird beim VfB Stuttgart aufzubauen. Und wenn du siehst, nee, das funktioniert mit dem Spieler nicht, dann muss man sich halt auch überlegen, ob das dann Sinn macht, ihn einfach in der Oberliga zu parken. Weil dafür ist er eigentlich fast zu gut. Also sehe ich halt so. So, wir können weitergehen. Aidonis bekommt die Möglichkeit, unter Weinzierl mal ein bisschen Bundesliga-Luft zu schnuppern. Der ist komplett raus. Der spielt nur noch Oberliga. Der trainiert ja nicht mal mit der ersten Mannschaft. Auf der anderen Seite verpflichtest du einen Avuca. Kann man sich jetzt auch im Nachhinein die Frage stellen. Ich weiß, wir sind immer schlauer, wenn wir das dann retroperspektivisch betrachten, die ganze Nummer. Aber trotzdem kann man sich natürlich die Frage stellen, warum setzt du da nicht mal auf ein junges Talent und gibst dem die Möglichkeit, sich zu empfehlen? Also wäre das jetzt so schlimm gewesen, noch einen Aidonis mit in den Kader zu nehmen? Nee, auch nicht. So sehe ich zumindest. Nick Betzner, auch der nur in der Oberliga aktiv. Per Lockel, gut, der ist noch A-Jugendlicher, aber auch da kannst du sagen, musst du dann einen Koulibaly kaufen. Also braucht es das unbedingt? Manuel Reuter ist auch ein Spieler, der echt große Schritte macht aus meiner Sicht, der vielleicht auch einen Platz mal verdient hätte und mal mitfahren könnte in ein Trainingslager oder so, mal gucken, ob es dazu vielleicht kommt oder auch nicht. Dann hast du vorhin schon im Off-Air-Gespräch Umut Günisch angesprochen, der zu Alanyaspor gewechselt ist, der dort ein Spiel in der ersten türkischen Liga gemacht hat und auch eine Vorlage geliefert hat. Klar, sind jetzt keine herausragenden Daten, aber auch der schafft halt den Sprung beim VfB nicht. Und das sind alles Finalisten, eben aus dem deutschen Meisterschaftsfinale. Leon Dayaku verlässt den VfB, haben wir auch schon 100-mal gesagt, Spieler, die hier nicht spielen wollen, die müssen es auch nicht, die können dann gerne gehen, aber ich kann auch dann vielleicht jetzt im Nachhinein einen Leon Dayaku verstehen, der hier gehofft hat, vielleicht mal den einen oder anderen Zweitliga-Einsatz zu bekommen und dann siehst du halt, ja, da gibt's halt auch noch einen Koulibaly, da gibt's einen Massimo, der wird dann ein Silas für 8 Millionen verpflichtet. Tja, also ich finde es halt einfach schwierig, ständig davon zu sprechen, dass man die eigene Jugend fördern möchte und unbedingt auch wieder Spieler rausbringen möchte, ihnen Chancen geben will, aber eigentlich der Kader das schon gar nicht mehr zulässt. Also du hast ja gar keinen Platz mehr für junge Spieler und verbaust denen dann auch immer wieder die Möglichkeit hochzukommen, weil du dann noch von außen welche hinzuholst. Thema Schrulinov, der auch mit 19 Jahren dann hier wieder einen Platz wegnehmen würde von einem jüngeren Talent. So sehe ich es halt. Also ich bin da ein bisschen unzufrieden, in welche Richtung das geht, will ich damit sagen.
Ich weiß nicht, wie du es da siehst, ob ich da vielleicht auch so ein bisschen aufgrund dessen, dass die U19 so gut gespielt hat jetzt im Glaspalast, ob ich da vielleicht deswegen auch so ein bisschen wütender darauf reagiere, dass eigentlich überhaupt keiner so wirklich gerade die Chance bekommt, sich vielleicht zu zeigen. Ja, das sind nicht nur Eindrücke jetzt vom Mercedes-Benz Junior Cup 2020 von gestern und vorgestern, sondern ich meine, die U19 ist ja definitiv gerade das Aushängeschild des VfB, ne? Also letzte Saison Pokalsieger und Vizemeister Deutschlands. Also ja, das ist ja gerade echt unser Hoffnungsträger und ich glaube, man sollte echt dem Jahrgang jetzt jegliche Chance geben, die es gibt, um sich da oben festzusetzen, weil das sind so viele coole Leute dabei und ich hatte es auch gesagt, ich bin jetzt schon ein paar Jahre beim Mercedes-Benz Junior Cup dabei und so vor 3, 4, 5 Jahren, da kannte ich echt niemanden, der da gekickt hat in der U19 vom VfB und ja, jetzt mittlerweile siehst du die Leute da irgendwie kicken und du kennst halt jeden, ne? Und die sind ja in meiner persönlichen Wahrnehmung genauso präsent wie die Profis. Und ich glaube, es wird sich lohnen, dem eigenen Nachwuchs dann mehr eine Chance zu geben, als dann irgendwelche auswärtigen Talente für viel Geld einzukaufen. Gar keine Frage. Und das möchte ich noch kurz klarstellen. Es geht mir ja nicht gegen Koulibaly oder Massimo oder so. Das sind alles tolle Jungs und die werfen auch alles rein oder ein Klimowitz oder so. Aber es sind jedes Mal Spieler, die eigentlich im gleichen Alter sind wie unser erfolgreicher Jahrgang. Und gleichzeitig müssen wir uns immer anhören, unsere Jugend, das ist das, worauf wir setzen werden. Und da gucken wir, dass wir in Zukunft irgendwie einen besseren Übergang hinbekommen und so. Du hast jetzt schon das Problem, dass du die nicht in die Oberliga schicken kannst. Übrigens auch eine Aussage von Thomas Hitzesberger, die ich schwierig finde. Ja, da wird immer so getan, als ob die Oberliga, ja, das geht schon, so schlimm ist das nicht. Nee, das ist scheiße. Das ist für eine Entwicklung von einem Bundesliga-Juniorenspieler ein absoluter Rückschritt. Das ist kein kleiner Rückschritt, das ist eine Degradierung. Wir müssen froh sein, wenn eben diese erfolgreichen U19-Spieler bereit sind, da so ein Jahr in dieser, sorry, aber es ist so Gammelliga darum zu machen und darauf zu hoffen, dass der VfB endlich aufsteigt. Das ist zu wenig. Und auch da fehlt mir mal eine ganz klare Positionierung. Da kann man ruhig mal sagen, nee, wir haben das verkackt einfach. Wir haben es einfach verkackt. Wir haben unsere U21 und damals die U23 haben wir zu wenig Aufmerksamkeit gegeben und das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt und gehofft, dass wir irgendwie die Klasse halten. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen und das ist richtig scheiße. Also da fehlt mir auch noch so ein klareres Statement. Und da auch da, ich habe es ja schon mal gesagt, ist ja Thomas Hitzesberger nicht unbeteiligt gewesen an der Jugendarbeit. Ja, und da wurde ja auch immer davon gesprochen, dass der Reschke derjenige ist, der die U23 abschaffen will. Stimmt, ist auch so. Aber auf der anderen Seite gab es halt auch keinen NLZ-Leiter, der klipp und klar gesagt hat, Leute, das funktioniert nicht. Also das kann man dann auch öffentlich mal so sagen und kann sagen, nee, das gibt's halt nicht. Bei mir wird keine U23 abgeschafft, ob der Sportvorstand das jetzt für richtig hält oder nicht. Ich find's halt scheiße. Natürlich, wenn Resch gesagt Feierabend, dann ist Feierabend, der ist der Chef. Aber ich finde, das kann man schon auch mal vielleicht in anderen Worten, als ich das jetzt gerade getan habe, nach außen kundtun, dass einem die U23 so wichtig ist, dass man dafür kämpft und alles dafür tun wird, dass diese U23 eben Bestand hat. Und dann wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen, zu diesem krassen Abstieg, der jetzt halt auch Probleme verursacht, eben für diese U19-Spieler. Und dann bin ich halt dabei zu sagen, dann brauche ich keinen Koulibaly holen und keinen Klimowitz und auch keinen Massimo vorzeitig zurückholen, wenn ich auf der anderen Seite Top-Talente habe, die auf ähnlichen Positionen nicht viel schlechter sind. Jedenfalls sehe ich das so. Also ja, schwieriges Thema aktuell und ich hoffe, dass sich da was ändert. Vor allem mit Thomas Krücken, der übrigens auch viel, viel Lob bekommen hat mit oder von Leuten, mit denen ich mich auf dem Junior Cup unterhalten habe oder beim Junior Cup unterhalten habe, Leute, die dann auch wirklich Ahnung haben und auch vermehrt auf den Jugendbereich schauen, die haben alle gesagt, Thomas Krücken ist wirklich eine richtig dicke, große Verpflichtung für den VfB, ein ganz, ganz guter Mann und ich hoffe, dass sich da relativ zeitnah was ändert und eben ja, mehreren Spielern die Möglichkeit zumindest gegeben wird, wieder nach oben zu kommen beim VfB und die dann nicht unbedingt das Weite suchen müssen, weil sie hier keine Perspektive sehen. Ich erinnere da noch ganz kurz an ein Interview von Karius war es, glaube ich, oder? Der beim Rasenmäher davon gesprochen hat, dass der VfB nicht bereit war, all in zu gehen mit ihm und ihm die Möglichkeiten zu geben, sich hier als Profi-Torwart weiterzuentwickeln, sondern er sollte mehr oder weniger bei der zweiten Mannschaft geparkt werden. Und da hat er keinen Bock drauf gehabt und ist dann gewechselt. Und seine Karriere verlief ja eigentlich ganz gut, auch wenn es dann so einen kleinen Knick gab, aber immerhin stand er im Champions-League-Finale.
Das können nicht viele von sich behaupten. Also von daher könnte man auch sagen, wenn man vielleicht auf Karius gesetzt hätte, wäre das jemand, der heute noch zwischen den Pfosten steht und vielleicht sogar in der ersten Liga. Aber gut, das ist natürlich alles hätte, wäre, wenn und aber. Aber du merkst ja, schon. Ja, hätte Fahrerkette, ja. Aber man kann ja schon getrost sagen, dass die U19 vom VfB aktuell mehr Spaß macht als die Profimannschaft. Das ist ja, glaube ich, unbestritten. Ja, absolut. Also, ja. Gut, wir wollten eigentlich über Transferpolitik reden, beziehungsweise ich. Dann kommen wir natürlich an dem Thema mal. Santi Ascasibar nicht vorbei, der zu Hertha nach Berlin gewechselt ist. Ja, musste ich übrigens immer wieder lesen, der zweikampfstarke Argentinier. Ja, Mann. Da dachte ich mir auch mal, Leute, ihr guckt euch schon eure Statistiken an, oder? Er gewinnt nicht mal die Hälfte seiner Zweikämpfe und ist unter allen VfB-Spielern nur auf Platz 12. Ja, aber nenn mir einen zweikampfstärksten Argentinier in der Liga. Einen zweikampfstärkeren? Ja. Ja, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. So. Okay, ich nehme es wieder zurück. Es ist ein hervorragender Verteidiger. Und ja, übrigens das... Der zweikampfstärkste Argentinier der Liga. Der Welt wahrscheinlich sogar. Der Welt, ja, vermutlich. Ja. Auf jeden Fall bekommt der VfB irgendwas zwischen 10 und 4 Millionen. Da streiten sich jetzt die diversen Zeitungen drum. Die einen berichten von 10 Millionen plus möglichen Bonuszahlungen. Die anderen von 12 Millionen plus möglichen Bonuszahlungen. Ist mir auch am Ende egal. Er war ja 2,5 Jahre in Stuttgart, hat an und für sich ganz gute Leistung gebracht, immer engagiert, dein Herzensspieler, muss man fast schon sagen. Und von daher wird es dir besonders wehtun, dass er das Weite gesucht hat jetzt. Ja, total. Naja, also ich finde schon, mit ihm geht so ein Stück Mentalität und auch Identifikation. Jetzt sagen viele oder haben auch viele gesagt, ja, der spuckt Gegenspieler an und der hat sich nicht im Griff und bla bla bla. Nee, aber für mich war er schon jemand, der halt, wenn er auf dem Platz stand, irgendwie alles reingeworfen hat, was er hat und dann, ja, vielleicht auch jenseits der Regelgrenze. Aber ich habe ihn total gemocht und ich finde es total schade, dass er jetzt weg ist, aber ja, ich finde es auch schon so ein Zeichen der Zeit, ne, wenn Spieler jetzt vom VfB zu Hertha wechseln, die jetzt, ich weiß es gar nicht, zum Ende der Hinrunde auf Platz 10, 12, 14, nee, irgendwie rangieren, zeigt auch schon so ein bisschen den Stellenwert, den der VfB jetzt mittlerweile eingenommen hat. Und ich finde es schade. Aber gut, man kann es noch nicht ändern, aber ich werde ihn in guter Erinnerung behalten. Also ganz kurz, die Hertha hat es immer noch auf Platz 12 geschafft, aber bei 10, da dachte ich gerade, oh Gott, nee, das haben sie nicht geschafft. Aber jetzt habe ich mir die Tabelle gerade mal angeschaut. Mein letzter Eindruck der Bundesliga war ein ganz anderer. Also ich war noch gefühlt so in dem Modus, Frankfurt spielt relativ weit oben mit. Die Hertha steht ganz weit unten. 15. oder so, oder 14. ne? Ja, Bobic wirkt langsam, ich habe es schon mal gesagt. Aber jetzt langsam schlägt es dann doch durch. Mal gucken, wie das weitergeht. Gut, anderes Thema. Aber zurück nochmal zu Ascasibar. Ich finde eigentlich die Summe, die du jetzt für ihn bekommen hast, relativ gut für einen Spieler, der zwar gegen den Ball mit Sicherheit zu den besseren Spielern gehört, in der ersten Liga, aber mit dem Ball... Also wirklich nur so ein Zweitliganiveau hat aus meiner Sicht und sich da auch bislang nicht richtig weiterentwickeln konnte. Klar, das kann auch kommen, aber ich finde, dass dann so ein Spieler hier mit, was weiß ich, 12 Millionen oder 13 Millionen bewertet wird von den Berlinern, denke ich mir so, ja, kannst du mal machen, so ein Deal. Also ich finde, also mir tut es jetzt nicht so sehr weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde mehr schon. Ich finde es okay. Nee. Also nee, es muss ein neuer Argentinier her. Nee. Also, was ich interessant finde, ist ja, dass es seitdem jetzt Jürgen Klinsmann da in Berlin ist, wirklich offensichtlich in diese Richtung gehen soll, wir kaufen alles, was irgendwie geht, für viel Geld und wollen möglichst schnell dann um Titel mitspielen. Auch Ascasibar hat das schon bei seiner Vorstellung gesagt, er möchte der hat da in der Euroleague und in der Champions League spielen und möchte, das wurde übrigens falsch übersetzt, also die PR-Abteilung der Berliner hat übersetzt und möchte um Titel mitspielen. Aber eigentlich hat er im Spanischen gesagt, er möchte die deutsche Meisterschaft gewinnen. Berlin. So. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, alles klar. Also schon krass. Also die werden ihm ja auch irgendwie einen Plan vorgestellt haben, wie das hier weitergehen soll mit der Hertha. Und ich hoffe jetzt mal, dass er den nicht 1:1 übernommen hat. Weil wenn das die Aussagen waren, die er gehört hat, da witter ich doch einen Dietrich in Berlin, muss ich sagen. Also er geht schon relativ schnell durch die Decke jetzt. Ja, schon schwierig. Also ja. Aber ja, ich
hab mein Popcorn bereit und warte gespannt darauf, was so in Berlin passiert, nachdem alle da von irgendwie Next Big City Club und Champions League und dies und das und das bleibt spannend. Und wenn Santi Ascasiba glaubt, dass er da irgendwie schneller zum Ziel kommt als bei uns, dann mag er es machen. Also ich werde ihn hier durchaus vermissen, weil ich, ja, also das ist halt krass, ne? Also er ist noch nicht so lange da, er wurde verpflichtet, kurz nachdem Jan Tüttelmeiser rausgeworfen wurde. Ich glaube, er war der erste offizielle Transfer von Michael Reschke. Danach kam dann halt Holger Badstuber. Beides so Transfers, wo man nicht weiß, inwiefern Schindelmeiser noch involviert war. Und nachdem Santi Ascasiba jetzt nach Berlin gewechselt ist und Orel Mangala kurzfristig oder kurzzeitig dann in Hamburg gespielt hat, ist der dienstälteste Spieler beim VfB Stuttgart, wer? Jens Krahl? Ja, also von den Spielern, die auch mal spielen. Okay, dann müsste das, warte, lass mich ganz kurz überlegen, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ja, das habe ich erhofft. Das ist ja wirklich schwer, aber nicht Nico Gonzalez, oder? Nein, Holger Badstuber. Oh, Holger Badstuber, guck mal an. Ja. Das ist ja echt verrückt. Also Holger, wäre, oder? 2017 hierher gekommen, nicht schlecht, 2,5 Jahre. Ja, gut, also das meinte ich eben übrigens vorhin. Das ist krass, ne? Also kein Spieler aus dem aktuellen Kader, also Jens Krahl mal ausgenommen, ist länger als 2,5 Jahre da, nachdem jetzt irgendwelche Becks, Aogos und Baumgartels weg sind, ist Holger Badstuber der dienstälteste Spieler. Ich meine, das ist halt echt schon krass. Ich finde es noch verrückter, wenn man sich überlegt, dass in dieser kurzen Zeit 6 Trainer aktiv waren mit Matarazzo. Das muss man echt mal geben. Das ist jetzt der 6. Trainer, den Holger Badstuber beim VfB Stuttgart erleben wird. Und er ist ja gerade gekommen, ne? Also das ist halt irgendwie irre. Also das ist schon ein Armutszeugnis und das meinte ich eben vorhin auch mit, wie soll sich denn hier was entwickeln? Man spricht immer von Entwicklung, Mannschaft vorantreiben. Vergiss es, du tauscht regelmäßig die kompletten Spieler aus, du tauscht auf allen Positionen, auf allen Ebenen alles durch. Die einzige Konstante und deswegen ist man, glaube ich, da auch näher herangerückt, sind dann so Leute wie Nico Willig, Daniel Teufel und eben die jungen Spieler, wie, ich glaube, Manuel Reuter, der seit der U9 beim VfB spielt. Hey, das ist doch ein Spieler, da erstarre ich ja fast schon mit Ehrfurcht, ja, wie der hier so lange. Na klar, dass dann noch irgendwie Leute wie Günther Schäfer oder Moisch hier und so weiter, also es gibt die Konstanten im Verein, ja. Aber halt nicht nicht da, wo man sie sieht. Das sind nicht die was entwickeln können. Und die Zeit haben und Kontinuität, um was zu entwickeln, die haben ja interessanterweise auch Erfolg. Guck dir an, was die U19 da so bringt. Also das ist ja kein Zufall. Nico Willig hat ja die U17 damals auch übernommen, zusammen mit Daniel Teufel, hatte da Erfolg, jetzt die U19. Gut, der ist auch noch nicht so lange da, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ich glaube, der ist auch erst 2017 zum VfB gekommen. Müsste ich jetzt nochmal auf die Schnelle nachgoogeln, aber das lasse ich jetzt. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt der Meinung, um wirklich dann hier nachhaltig was zu entwickeln und eben eine Entwicklung voranzutreiben, brauchst du Kontinuität. Und ich möchte jetzt nicht wieder mit dem Thema anfangen, Trainer. Und ich sehe es auch ein, dass du einen Trainer entlassen musst, wenn es nicht passt. Aber da fängt es halt an, dass du da einen Weg fortsetzt. Und das versuchen sie ja jetzt auch mit einem ähnlichen Trainertypen, der vielleicht einfach von seinem Charakter ja ein bisschen anders ist, aber von der Spielweise Tim Walter dann schon ähnelt. Aber das betrifft halt auch Spieler. Also auch da muss man versuchen, sich sinnvoller aufzustellen und cleverere Transfers zu tätigen. Weil damit fängt es ja an, dass du ständig Spieler kaufst, die es dann eigentlich nicht packen und zum Rohrkrepierer hier werden. Und da gibt es ja jetzt auch schon wieder die Ersten, die Sven Mislintat so ein bisschen kritisieren und sagen, ja, also nennen wir mal einen Spieler, der jetzt hier so richtig eingeschlagen ist beim VfB, von denen, die gekommen sind, von den 19. Und ja, das kann man so sehen, aber ich könnte da jetzt schon was entgegenhalten, würde ich sagen. Also Stenzel hat hier schon sehr, sehr gut gespielt. Und ich finde dann auch so Spieler wie Silas nicht allzu schlecht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es ist schon richtig, so eine richtige Granate sehe ich jetzt auch nicht. Ja. Gut. Nee, das ist ja das Ding. Ne? Also in der letzten Aufstiegssaison, dann kam halt Simon Terodde, der halt irgendwie nach 5 Spieltagen Publikumsliebling war. Dann in der Erstligasaison kam halt Santi Ascasiba, wo man dachte, hey, der kommt aus Argentinien und jetzt spielt er zum ersten Mal in Europa, der braucht Eingewöhnungszeit und dann macht er echt 29 Saisonspiele und war sofort Publikumsliebling. Und diese Vollgranate bei den Neuzugängen, die fehlt natürlich schon noch, ne? Aber
natürlich haben wir trotzdem Verstärkungen verpflichtet, also da muss man nicht drüber reden. Aber na klar, diese komplette Identifikationsfigur und dieser Publikumsliebling, den hat Sven Mislintat definitiv nicht verpflichten können. Also beim VfB ist das Wort Eingewöhnungszeit eigentlich etwas Negatives. Also wenn man sich überlegt, dass alle Spieler, die hierher kommen, nach ihrer Eingewöhnungszeit plötzlich dann zu einem richtigen VfB-Spieler werden. Ja, gut, das stimmt schon. Also ist natürlich jetzt, ja, ein bisschen polemisch, gebe ich schon zu. Aber es ist schon auffällig, dass Spieler hierher kommen und dann nehme ich nochmal das Beispiel Förster und hier wirklich einen abbrennen und du denkst so, okay, also das ist eine gute Verpflichtung und mit zunehmender Spieldauer und eben, mit der Eingewöhnungszeit merkst du, ja, jetzt trabt er dann genauso rum wie die anderen 10 davor. Ja, aber gut. Vielleicht noch ganz kurz, um dieses Thema Transferpolitik hier abzuschließen. Nathaniel Phillips, haben wir vorhin schon angesprochen, musste zurück nach Liverpool. Beide Clubs verständigten sich darauf. Ein Wechsel von Nathaniel Phillips ist allerdings, zurück zum VfB ist allerdings möglich. Das wird geprüft dann. Es gibt da zwar keinen Vertrag, der das dann bislang festgehalten hat, aber man möchte sich dann wohl nochmal zusammensetzen und die Lage am 12.01. neu bewerten. So. Cool für Nathaniel Phillips war, dass er jetzt gegen Everton im FA Cup zum Zuge kam. Du hast es vorhin angesprochen, hat da auch gut gespielt, ist weitergekommen, 1-0, hat Liverpool gewonnen. Das mit einer B bis C 11 muss man fast schon sagen. Also da haben viele wichtige Spieler gefehlt. Aber ja, dem Klopp gelingt irgendwie alles. Außerdem hat noch ein Argentiner den Verein verlassen. Auch das ist ja jemand gewesen, mit dem man sich so ein Stück weit identifizieren konnte. Eben auch aufgrund dessen, dass er hier versucht hat, Fuß zu fassen in Stuttgart. Ich glaube, es war seine längste Station hier in Europa. Ich spreche natürlich von Emiliano Insua, der zu LA Galaxy gewechselt ist und sich mit einem sehr schönen Facebook-Post bei den VfB-Fans verabschiedet hat. Und da waren eigentlich die zuletzt dann nicht ganz so guten Leistungen schnell vergessen. Und ich muss schon sagen, ja, so menschlich wird er, glaube ich, fehlen, oder? Ja, total, absolut, ja. Gut, und dann heute noch reingekommen Jan Kliment, nicht ganz so überraschend, der hat den VfB jetzt auch verlassen, hat er ja auch angekündigt, er möchte nicht in der Oberliga spielen, er möchte nicht beim VfB 2 spielen, sondern wäre bereit, den VfB zu verlassen. Sein Vertrag wäre ja eh am Ende der Saison ausgelaufen. Ich weiß nicht, ob der VfB jetzt nochmal eine Ablöse kassiert. Vom 1. FC Slowako, immerhin ein tschechischer Erstligist, der auf Platz 6 cool, steht. Ja. Ja, und Platz 6 ist halt auch nicht so schlecht. Ich glaube, da spielen gut, 16 Mannschaften in der tschechischen Liga oder so. Aber ja, also das ist jetzt nicht irgendwie ganz weit unten und nochmal neu anfangen, sondern das ist schon solide, würde ich sagen. Und der Kliment hatte ja auch immer seine Qualitäten, hat ein bisschen Pech gehabt, kam ja nie so richtig ins Rollen und hat dann eigentlich nicht verletzt, ne? Also. Ne, ich glaube, als er bei uns war er gar nicht so verletzt, sondern das kam dann erst, also diese schwere Verletzung eben, als er nach Brøndby ausgeliehen wurde. Und da hat er ja eigentlich auch gut gespielt. Und dann hat er sich schwer verletzt und dann war das Thema erstmal durch bei uns. Aber ich müsste jetzt auch nochmal googeln. War der auch verletzt, als er noch unter Herrn Zorniger hier bei uns Ja, ich glaube schon, oder? Der hat auch einen Kreuzbandriss gehabt oder so. Nee, das war erst danach. Das war erst danach. Da war es damals so, dass eigentlich Brøndby ihn unbedingt fest verpflichten wollte, nachdem die Leihe ausgelaufen ist. Ja, du hast recht. Ja. Und im April kam es dann dazu, dass er sich das Kreuzband und ich glaube, das hat sich alles abgerissen. Also das hing dann, glaube ich, nur noch am seidenen Faden des Knie und oder der, im wahrsten des Wortes. Unterschenkel. Ja, du hast recht. Ja. Aber was ich noch von ihm in Erinnerung habe, war, dass er mal gegen Hoffenheim ein wichtiges Tor geschossen hat für den VfB, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist jedenfalls hängen geblieben. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber dann ist es jetzt auch egal. Ihr müsst es nicht googeln, lasst es. Gut, das war es dann eigentlich soweit auch schon in Sachen Transferpolitik. Es passiert nicht allzu viel. Ja, mal gucken, was da in den nächsten Tagen noch so kommt. Ihr wisst ja, währenddem das Transferfenster offen ist, wird es dann während den STR-Ausgaben immer mal wieder so ein kleines Transfer-Update geben. Das wird natürlich nicht ganz so prall gefüllt sein wie im Sommer. Da ging es ja richtig her mit insgesamt 39 Transfers, wenn man den Nahtai 39? Naja, 20 sind gegangen, 19 sind gekommen. Wow. Okay. Ja, und eigentlich sind es 40 gewesen, weil der Nahtai ja gekommen ist und gegangen. Also, da war richtig was los. Wow. Okay. Ja, wenn man es dann mal so hört, als konkrete Zahl, ist es ja schon sensationell. Erschreckend. Also, das ist Umbruch, ja. Ja, von daher, mal gucken, wie das weitergeht. Gut, Klaus Vogt ist auch eine Art Umbruch auf der Präsidentenposition beim VfB Stuttgart. Der hat ein Interview gegeben am Rande des Junior Cups. Ich glaube, du warst auch dabei. Da gab es so eine Roundtable. Ja, ich saß mit am Tisch. Ja, gibt es da irgendwie noch eine Insider-Information, die du raushauen kannst? Also Thema Investor zum Beispiel?
Nee, also er hat tatsächlich davor und danach nichts gesagt, was irgendwie jetzt zitierenswert wäre. Aber tatsächlich saß ich am Roundtable mit den ganzen wichtigen Journalisten von Kicker, Bild, STN, STZ und zwei Medien, die ich nicht kannte. War total cool. Ich habe zugehört, ich habe es auch aufgenommen, die Audioqualität war irgendwie relativ bescheiden und ich fand, es gab auch nicht so viel Neues, als dass es zitierenswert wäre. Aber ich habe mich total gefreut, mit am Tisch zu sitzen. Da gebe ich dir recht, so viele Dinge kamen jetzt nicht, die man jetzt lange besprechen muss. Nochmal ganz kurz was zu den Journalisten, die anwesend waren. Das waren dann wirklich mal Leute, vor denen ziehe ich einen Hut. Also gerade Phil Meisel, habe ich ja schon mehrfach gesagt, hochgeschätzter Journalist von den Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung und auch Benny Hoffmann. Ihr wisst es, der war hier schon zu Gast als Interviewpartner. Der Interviewer war damals sehr nervös, das hörte man, glaube ich, auch im Interview. Und als ich ihn dann persönlich kennenlernen durfte, jetzt beim Junior Cup, ging es mir ähnlich. Das ist schon noch jemand, da habe ich große Hochachtung. Und der hat auch einen hervorragenden Artikel im neuen Kicker verfasst. Ich empfehle den im Business-Bereich. Müsst ihr mal nachgucken. Ich hätte ihn jetzt direkt benannt, aber leider ist mir jetzt der Name des Artikels entfallen. Aber in der neuen Kicker-Ausgabe im Business-Bereich, da geht es so um Spielerberater und so. Sehr interessant. Also schaut da, oder Agenturen, muss man sagen. Schaut da mal rein, lest euch das durch. Benny Hofmann, wirklich ein großartiger Journalist und da hat der Kicker jemand richtig guten, aber das wissen sie wahrscheinlich auch, ohne dass ich es jetzt sagen muss. Gut, du hast gerade gesagt, allzu viele Zitate gibt es nicht, die man jetzt groß besprechen muss. Ich werde trotzdem so ein paar Sachen mal rausgreifen aus dieser Gesprächsrunde. Müssen wir jetzt nicht bis in alle Puppen da diskutieren, aber so ein paar Sachen können wir vielleicht dazu sagen. Zum einen ging es natürlich darum, wie Klaus Vogt zu der Entlassung von Tim Walter steht. Da meinte er, diese Entscheidung treffen die sportlichen Verantwortlichen schon sehr selbstständig. Ich selbst war kaum involviert. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir stehen voll dahinter. Wir sind guten Mutes und hoffen, dass wir gut in die Rückrunde starten. Es warten gleich zwei schwere Spiele mit Heidenheim und dem FC St. Pauli. Das Wichtigste für uns ist im und rund um den Verein das Anspruchsdenken zu managen und ein bisschen Demut reinzubringen und zu sagen, okay, jetzt sind wir halt in der zweiten Liga und es ist nicht selbstverständlich, dass wir jedes Spiel 5-0 gewinnen. So. Kann man so stehen lassen, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen, aber was ich noch ganz kurz aufgreifen möchte, ist natürlich das Thema, das auch so ein bisschen in den sozialen Medien aufgekommen ist. Klaus Vogt hat ja kurz vor der Entlassung von Tim Walter so ein Posting abgesetzt, da hat er sich, glaube ich, nochmal gefilmt vor oder in seinem Büro und hat halt allen Leuten frohe Weihnachten gewünscht. Ich glaube, es war ein Video, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Weißt du es noch? Ja, ich glaube, ich habe das nicht gesehen. Ah, es war entweder Text oder Video. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber die Leute haben sich daran gestört, dass zwei Stunden bevor der Trainer entlassen wird, der Präsident allen schöne Weihnachten wünscht und ja, super Holiday und bla bla bla. Aber ich glaube, man muss sich echt mal so ein bisschen davon freimachen. Ne? Ich meine, Klaus Vogt ist der Präsident vom VfB Stuttgart 1893 eingetragenen Verein und die VfB 1893 Aktiengesellschaft entlässt den Trainer. Also ich habe jetzt da wirklich nicht so viele Insights, aber ich glaube nicht, dass Klaus Vogt im Bilde ist darüber, wann die AG ihren Trainer entlässt. Also und dieser Eindruck hat sich jetzt auch bei dem Gespräch jetzt sich nicht geändert. Also ich glaube nicht, dass er da relativ viele Insights hat. Und auch ein Thomas Hitzesberger oder ein Smith fragt den Klaus Vogt vorher nicht, ob man den Trainer entlassen darf. Also ich glaube, das läuft echt an ihm vorbei, weil er ist der Präsident vom e.V. und er ist natürlich Vorsitzender der AG. Aber trotzdem, ich glaube, das läuft schon relativ separat. Ja, also das wollte ich eben jetzt hier auch nochmal rausstellen. Das hat er ja auch im Endeffekt mit seinem Zitat nochmal selber unterstrichen und sagt, der ist bei der Entscheidung ist er eigentlich nicht mit involviert und oder kaum involviert. Von daher kann es jetzt schon mal vorkommen, dass er einen Post raushaut und zwei Stunden später der Trainer entlassen wird. Jetzt kann man sagen, da muss man vielleicht intern irgendwie die Kommunikationswege etwas enger stricken, weil ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht zwei Stunden, bevor er diesen Post rausgehauen hat, die AG-Seite schon wusste, dass Tim weiter entlassen wird. Und dann muss das Briefing halt vorher stattfinden, so dass es so einen Tweet
nicht gibt. Ja, weil das wird natürlich auch intern abgesprochen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da sitzt zu Hause auf dem Sofa und sich denkt, so, jetzt hau hier mal so einen Tweet raus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er sich dann gerade in dieser Situation, als man nicht genau wusste, wird der Trainer entlassen oder nicht, sich nochmal abstimmt. Und da muss ich natürlich dann die Medienabteilung so ein bisschen hinterfragen, ob hier der Präsident rechtzeitig informiert wurde. Ja, also das kann man dann schon mal hinterfragen, ob das der Fall war. Na gut, dann hat er sich natürlich zum Thema Aufsichtsrat geäußert, denn da ist ja weiterhin die Frage, wie wird die Position von Guido Buchwald besetzt? Ja, kommt der Guido vielleicht zurück oder ist es dann doch ein anderer? Und dann sagte Klaus Vogt, wir haben kein Vakuum im Aufsichtsrat durch das Rausgehen von Guido Buchwald. Wir haben immer gesagt, wir müssen die Sportkompetenz im Aufsichtsrat erweitern. Da könnte Rainer Adrian eine mögliche Person sein, da gibt es aber auch viele andere. Adrian trägt die VfB-DNA im Herzen, ist in Cannstatt geboren, hat beim VfB gespielt, ist dort und beim DFB-Jugendbereich und habe das notwendige Alter und die Erfahrung, um ins Kontrollgremium zu gehen. Ja, damit wirbt er ganz klar eben für Rainer Adrian. Wir können das natürlich jetzt von außen nicht beurteilen, ob das jetzt der richtige Mann ist, aber es war ja eigentlich absehbar, dass Klaus Vogt schon gerne Rainer Adrian am liebsten wahrscheinlich im Aufsichtsrat haben möchte, aber auf jeden Fall um sich haben möchte beim VfB. Und ich glaube auch, dass der VfB davon profitieren könnte, Rainer Adrian in irgendeiner Position wieder zu installieren beim VfB Stuttgart. Siehst du wahrscheinlich ähnlich, wenn du nicht wieder. Das sehe ich genauso, ja. Ja. Keine Frage, ja. Okay. Guido Buchwald habe ich deswegen gerade eben angesprochen, weil eben auch Klaus Vogt nochmal zu Guido Buchwald angesprochen wurde, weil man natürlich wissen wollte, ja, kannst du dir vorstellen, dass der Guido vielleicht zurückkommt? Also, dass man mit ihm nochmal spricht und die Wogen zwischen dem Herrn Port und dem Herrn Buchwald wieder irgendwie geklättet werden. Und da meinte Rainer Vogt, ich weiß zu wenig, wie die Situation tatsächlich war. Klaus Vogt, sorry, ich muss kurz intervenieren. Was habe ich gesagt? Rainer Vogt. Ja, es muss mich auch was eingrooven. Die Doppelspitze aus Rainer Adrian und Klaus Vogt dann. Ja. Klaus Vogt. Ich dachte, ich rede mal kurz rein. Das ist sehr nett von dir, denn ich möchte dir natürlich. Damit du weißt, dass ich noch zuhöre. Ja, genau, du bist ja ein exklusiver Hörer eigentlich inzwischen, weil ich ja einfach nur eine Meldung nach der anderen runterbete. Ja, alles gut. Okay. Aber ich höre aufmerksam zu und wenn irgendwas nicht stimmt, dann grätsch ich rein. Das ist eigentlich der perfekte Podcast. Immer. Ja, so. Total, oder? Ja, genau. Mit so einem Lektor direkt dann. Super. Also zu Buchwald sagte er, ich weiß zu wenig, wie die Situation tatsächlich war. Ob man das kitten kann, weiß ich nicht. Das müsste man die Beteiligten fragen. Und Klaus Vogt möchte dieses Thema dann auch bei der nächsten Aufsichtsratssitzung anschneiden. Und die steht ja jetzt im Januar an. Da wird das Thema, denke ich mal, auch mit dem Investor nochmal aufgegriffen. Und auch da hat er sich zu geäußert und meinte, aus strategischer Sicht kann das sinnvoll sein, einen Investor praktisch jetzt schon an Land zu ziehen. Aus finanzieller Sicht ist es ja immer sinnvoll, sich Geld reinzuholen. Ob das der richtige Zeitpunkt ist, ist eine gute Frage. Diese Gespräche müssen wir aber erstmal führen. Also, was sagt dieses Zitat? Er hat offensichtlich immer noch keinen Einblick, wie weit die AG schon oder ja, der komplette Verein vorangeschritten ist bei der Investorsuche, also der Suche nach einem zweiten Investor. Und wenn ich das richtig verstehe, wird auch das dann halt eben das Thema bei der nächsten Aufsichtsratssitzung sein. Genau, aber ja. Da merkt man wieder auch, also Wahlkampfversprechen auf der einen Seite, Realität auf der anderen Seite, weil er Klaus Vogt ist ja dann mit seiner Mittelstandsbeteiligung in den Wahlkampf getreten, ist jetzt gewählt worden und jetzt heißt es irgendwie abwägen zwischen Mittelstandsbeteiligung und einem einzelnen strategischen Partner. Also alles finde ich okay, das kann man sich auch vorher ja wirklich auch ausmalen, aber ja, das ist immer so, dass die Diskrepanz zwischen Versprechen und Wirklichkeit und ja, mal gucken, was jetzt dann die vermutlich erste Aufsichtsratssitzung im Januar dann bringt, in der Klaus Vogt dann irgendwie als VfB-Präsident seine Position vertritt gegen den Aufsichtsrat. Also mal schauen, wie es dann weitergeht. Es bleibt spannend. Als er die Zitate da rausgehauen hat, saßt du ja mit am Tisch. Wie war denn dein Eindruck? Hat er da irgendwie schon einen Einblick bekommen in Sachen Investor und so und möchte sich jetzt einfach noch nicht konkret äußern, weil er es vielleicht auch nicht darf oder nicht kann? Oder also wie war der Umgang mit dem Thema Investor? Schwierig. Also wurde er dann am Tisch wirklich auch relativ beiläufig angeschnitten und es wurde auch nicht wirklich hinterfragt. Also
kann ich jetzt schlecht sagen, ob er da jetzt schon einen vollen Einblick hat oder sich damit noch vertraut machen muss. Kann ich jetzt echt nichts zu sagen. Also, ich fand's halt ich fand schon erstaunlich, weil, wie gesagt, im Wahlkampf hieß es ja, wie gesagt, Mittelstandsbeteiligung, und jetzt hat er das Thema doch relativ offen kommentiert. Also mal gucken, was da noch kommt. Genau das fand ich nämlich interessant, weil das gar nicht mehr so vorkam, dieses Thema mit Mittelstand und so. Das kann natürlich daran liegen, dass er vielleicht mal nachgehakt hat, wer hätte eigentlich Interesse, und die alle gesagt haben, nee, vergiss es, also wir investieren nicht in den VfB, oder vielleicht geht's auch irgendwie von der Satzung her nicht. Also, weiß ich nicht. Finde es halt interessant, dass es da immer noch, oder dass es jetzt sich schon so anhört, als ob es halt einfach einen ganz normalen Investor geben wird, so wie es eigentlich dann auch unter Dietrich gekommen wäre und auch Christian Riedmüller am Anfang angekündigt hat. Jetzt habe ich nichts mehr gehört von regionalen Investoren oder zumindest die Idee, dass sich da noch was tun könnte. Ja, aber ich glaube, wir müssen mal die erste Aufsichtsratssitzung jetzt im Laufe des Monats abwarten, und dann gibt es da vielleicht neue Erkenntnisse. Genau. Und wir werden uns jetzt noch was anhören, das du vorhin schon angekündigt hast, nämlich ein Gespräch zwischen dir und Timo Hildebrand, dem Aufstiegshelden. Ach, Aufstiegshelden, so ein Quatsch. Natürlich Meisterschaftshelden. Da seht ihr mal, was Meisterschaftshelden. 848 Minuten, mein Freund. Aufstiegshelden. Ja, so weit ist es schon gekommen. Ich kenne keinen. Kennst du noch einen Aufstiegsheld? Sie Müller wahrscheinlich. Aber von den 2017ern. Mein Aufstiegsheld ist Simon Terodde. Ja, das stimmt schon. Aber immer wenn ich den Namen höre, das tut dann noch ein bisschen weh, dass er jetzt da in Köln nur auf der Bank sitzt, ja, und nicht mehr so recht zum Zug kommt. Auf der anderen Seite diese ganzen Rufe, jetzt Simon Terodde verpflichten und was weiß ich, ganz ehrlich, da gehe ich auch nicht ganz mit. Das ist jetzt halt auch. Nein, aber ich meine, jetzt mal, wenn du ihn für überschaubares Geld verpflichten könntest. Ja. Na? Ich kann es mir nicht vorstellen. Für Emotionen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal nach Stuttgart kommen würde, weil er klipp und klar gesagt hat, er möchte nach Köln gehen, da seine Karriere beenden, möchte näher an der Heimat sein. Deswegen würde es mich sehr wundern, wenn er jetzt sagt, okay, ich gehe zurück nach Stuttgart, auch wenn es nur ein halbes Jahr ist. Und ja, ach, ich weiß auch nicht. Also das ist halt schon wieder. Ja, aber ich mag den einfach. Also ja, das ist ja keine Frage. Alle drittklassigen Kicker fliegen in der Winterpause nach Dubai und fressen da ihr beschissenes Goldsteak und er schnallt sich halt sein Kind auf den Rücken und läuft durch den Schnee durch Österreich. Also er ist so großartig einfach. Das macht der Philipp Clement auch. Übrigens. Philipp Clement, wer den mal lachen sieht, bitte sofort ein Selfie machen. Es ist erschreckend, wie unzufrieden dieser Mensch aussieht, beziehungsweise traurig. Der tut mir immer leid. Immer wenn ich den sehe, möchte ich den in den Arm nehmen und sagen, Mensch, Philipp, ist doch nicht so schlimm. Kopf hoch. Möchte ich mal zu Gast sein, weil dann lacht er garantiert, oder? Ich hoff's. Wenn nicht, kitzel ich ihn. Dann machen wir eine Live-Aufnahme und dann kitzeln wir ihn. Also, genau, unser neues Videoprojekt besteht darin, missmutige VfB-Spieler zu kitzeln, bis sie lachen. Genau. Also alle VfB-Spieler, die bisher nicht gelacht haben, bringen wir zum Lachen. Nee, aber ich finde das total großartig, weil der ist so, Kalle Rummenigge im Sprech zu bleiben, irgendwie down to earth. Also ich finde das so großartig, dass er halt da mit seinem Kind auf dem Rücken dann irgendwie durch den Schnee stapft. Und wenn Philipp Clement das auch macht, also er ist jederzeit herzlich eingeladen. Ich bleib dabei. Daniel Ginzek überzeugen, zurückzuholen. Und wenn es nur für... Absolut. Das geht natürlich nicht, macht er im Leben nicht. Natürlich macht er das nicht, weil er halt hier nur ein Drittel verdient von dem, was er in Wolfsburg bekommt. Aber ja, und weil es halt auch sportlich für ihn ein absoluter Rückschritt wäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass man in Wolfsburg, also er hat ja jetzt auch nach seiner Verletzung wieder gespielt. Also es war jetzt nicht so, dass der komplett außen vor ist. Ja, der wäre auch vor seiner Verletzung richtig gut einfach da, ne? Ja, also... Eben, er hat genau das wieder gezeigt, was er auch beim VfB gezeigt hat. Das ist ja ein super Stürmer. Man darf halt nicht vergessen, diese Rückrunde damals, diese hervorragende Rückrunde, wo alle immer gesprochen haben davon, dass der Gomez hier so eingeschlagen hat. Das war ja schon auch, oder ein großer Anteil davon war auch Daniel Ginzek, weil er halt einfach als zweiter Stürmer diese Räume freigelaufen hat und einfach ganz entscheidend war, dass Gomez überhaupt die Möglichkeiten hatte, dann die Tore zu erzielen, auch mit Vorlagen. Und ich kann mich noch an einen Spieler erinnern, da hat er dann mal im linken Mittelfeld ausgeholfen und war zum Schluss fast noch Verteidiger. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. War das gegen Wolfsburg, das Spiel? Als Santi dann noch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist? War doch gegen Wolfsburg, oder? Also er hat irgendwie alles gespielt. Also wir haben gegen alle gespielt. Großartig. Ja, es war, und er hat ja auch damals nach seiner schweren Verletzung dann sein erstes Heimspiel wieder gemacht gegen...
war das gegen Bochum oder so? Ich weiß es gar nicht mehr, in der zweiten Liga. Und dann wurde eingewechselt und das ganze Stadion stand. Ne? Also das hast du halt in Wolfsburg nicht. Ne? Also die Leute lieben ihn hier einfach. Insofern, ja. Also dass das ganze Stadion in Wolfsburg steht, kann schon mal vorkommen, aber das sind halt dann diese 300 Leute. Ja, das sind viele, ja. Also, ja, Spaß beiseite. Jetzt wird's zu albern. Ja, früher war alles einfach alles besser. Und bevor wir zu deinem Interview mit Timo Hildebrand kommen, nutze ich die Möglichkeit nochmal darauf hinzuweisen, dass es natürlich immer noch, ja, die hervorragende Fußballfibel gibt von dir dem Andreas geschrieben. Ja, also vor allen Dingen vom Andreas, der, glaube ich, 80% davon geschrieben hat, ja. Ja, aber ohne deine 20% wäre es halt nicht vollständig. Ja, natürlich. Also, ja, irgendwo, du darfst nicht immer dein Licht so unter dem Scheffel stellen. Dann nein, mache ich nicht, aber trotzdem, also das ist ja einfach ein Fakt, also er hat fast alles geschrieben. Und das auch hervorragend, genau wie du. Ich empfehle dieses Buch weiterhin und es ist natürlich einfach perfekt, wenn man nochmal diesen Tag, als der VfB Stuttgart zum letzten Mal deutscher Meister wurde, durchlaufen möchte. Und dann sind wir wieder bei Timo Hildebrand, der an diesem Tag auch gut gehalten hat, in der Saison sowieso fantastisch gehalten hat, dann leider den VfB verlassen hat, darüber sprechen wir nicht. Ja genau, und der vor allen Dingen gegen Bochum und Hannover irgendwie die Meisterschaft eigentlich gesichert hat durch irgendwelche Wahnsinnsparaden einfach, also gegen Bochum, das war unmenschlich. Bochum, ja. War das gegen Dabrowski? Also die Spieler von Bochum 2007, glaub, also sorry. Dabrowski. Aber also, die Parade war einfach göttlich, oder? Sensationell. Ja, absolut. Und dein Gespräch mit ihm war auch hervorragend. Und er sagt so ein paar interessante Sachen über, ja, wie heißt dieses Gremium? Das ist der Mitgliederausschuss des Nachwuchsleistungszentrums. Genau, da sitzen viele Spielerväter von ehemaligen VfB-Spielern. Ich glaube, der Papa von Serge Gnabry drin, da sitzt der Papa von Joshua Kimmich drin und glaube ich noch mehrere, also relativ viele Väter von sehr, sehr bekannten Söhnen. Und wie wir erfahren werden jetzt im Interview, die relativ wenig machen. Ja, aber ich war auch etwas überrascht. Also, wir hören uns kurz das Interview an und kommen dann zum letzten Teil der heutigen Aufnahme. Bis gleich. Du hast ja auch beim Mercedes-Benz Junior Cup schon gespielt, zweimal glaube ich. Kann sein, ja. Weißt du noch, wann es war? Ich habe vorher so einen Spielberichtsbogen gekriegt, 96. Okay. 97, glaube ich, schätze ich mal dann. Bist du dann mehr oder weniger regelmäßig hier oder warst du jetzt lange nicht hier und siehst jetzt irgendwie so einen krassen Unterschied zwischen damals und heute? Nee, ich war, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr war ich auch mal hier. Und es ist auch immer wieder gut, gerade die Leute vom Verein zu treffen, aber auch die Atmosphäre halt zu schnuppern. Ist ja vor der Haustür und von daher macht es schon Spaß, ja. Aber schon alles Spiele zu schauen. Professioneller geworden. Ich denke, damals war das noch mehr so vielleicht Turnhallen-Atmosphäre oder so. Ich weiß gar nicht, wie war es damals besucht? War das auch mal voll? Da? Ja, schon. Okay. Also die Stimmung war schon auch gut und auch voll. Ich meine, die Halle steht ja schon seit, keine Ahnung, wie lange es die Halle schon gibt und vom Rahmen her war das schon ähnlich. Aber klar merkt man, dass es viel, viel professioneller geworden ist. Allein wenn man sieht, das Branding, Sponsoren, TV-Kameras, Mannschaften und so, das ist schon super professionell gemacht. Du bist seit letztem Jahr im Mitgliedsausschuss des Nachwuchsleistungszentrums, oder? Sozusagen, ja. Sozusagen. Wie nah bist du dann an den Mannschaften dran oder bist du eher so eine Ebene drüber und guckst so, dass die Rahmenbedingungen... Eigentlich gar nicht nah, um ehrlich zu sein. Also wir haben ab und zu mal eine Sitzung und klar besuche ich die Heimspiele, da kriegt man auch so das eine oder andere mit, aber ich habe jetzt keinen offiziellen Auftrag vom VfB. Okay, und ich glaube, mit dir in dem Ausschuss sitzen viele Väter von ehemaligen Stuttgarter U-Spielern, die jetzt alle relativ bekannt geworden sind. Richtig, ja. Und ich glaube, es ist einfach nur, also was heißt glauben, es ist nur so eine Art Unterstützung, Input so ein bisschen, seine Meinung ein bisschen dazu zu geben, aber auch man wird einfach informiert, was so eine Nachwuchsarbeit los ist. Aber wer weiß, vielleicht intensiviert sich die Arbeit ja irgendwann mal. Hat sich da jetzt in den letzten Monaten schon irgendwie was geändert? Also Thomas sagte dann auch so, Durchlässigkeit von den U-Mannschaften zum Profiteam und generell ist alles ein bisschen enger verzahnt. Nimmst du das dann auch schon so wahr, obwohl du nicht ganz so tief im Detail steckst? Ich glaube, Thomas Glück ist ein kompetenter Mann an guter Stelle. VfB hat sich nicht umsonst um ihn bemüht und ich glaube, versprechen ist es schon. Neue Strukturen und den einen oder anderen Nachwuchsspieler dann einfach auch bei den Profis zu integrieren. Der hat in Mainz gute Arbeit geleistet und ist, glaube ich, die Koryphäe in Deutschland. Wie war das so mit der Durchlässigkeit dann vor, waren es vor 20 Jahren ungefähr? Also wenn ihr hier gekickt habt, konntet ihr dann davon ausgehen, dass ihr vielleicht mit ins Trainingslager mit den Profis fahrt oder in der Rückrunde dann mal verbannt sitzt oder eher nicht?
Nicht wirklich. Ich glaube, der Schritt damals in der Jugend war noch ein größerer. Ich finde immer schlimm, wenn ich 20 Jahre höre, dann weiß ich immer, wie alt ich geworden bin. Das ist echt schon lange her. Ich glaube, die Jungs sind jetzt viel näher dran an, am Profibereich, weil wenn ich überlege, ich habe damals mit 20 mein erstes Profispiel gemacht und heute hast du mit 20 Jahren wahrscheinlich schon knapp 100 Bundesligaspiele. Ich glaube, es ist alles viel früher geworden. Die Jungs werden viel früher reingeworfen. Und deswegen glaube ich, ist die Durchlässigkeit oder der Sprung zu den Profis nicht ganz so weit weg, wie es früher war. Ist aus deiner Sicht gut oder schlecht, dass man mit 17 jetzt schon auf der Bank sitzt? Also, oder braucht man die Zeit eigentlich, um mit 20 anzufangen? Klar, deine Karriere verkürzt sich dann ja quasi oder die mögliche Karriere. Aber jetzt, ne, die Jungs sind dann teilweise 17, die spielen oder so. Und es gab halt damals keine Nachwuchsleistungszentren. Und damals, ich habe vorher auch schon mal gesagt, damals hat man irgendwie das Gefühl, noch mit richtigen Männern Fußball gespielt. Berthold und Fallen Kalat, Wohlfahrt, das waren so meine Range, wo ich angefangen habe. Und heute ist einfach der Schritt. Die Jungs sind einfach viel, viel besser ausgebildet. Haben schon oft zweimal vormittags in der Woche Training, also viel mehr Einheiten in der Woche und schaffen einfach den Schritt viel früher. Und ich glaube, das ist auch gut, weil einfach ja auch viele deutsche Talente einfach den Sprung schon viel früher schaffen, als dass vielleicht ausländische Spieler schon geholt werden und eben die Plätze damit versperren. Die Profimannschaft vom VfB verfolgt es sicherlich auch intensiv, ja. Nehme ich mal an. Jetzt mal ganz konkret, Torwartwechsel kurz zum Ende der Hinrunde, Kobel raus, Bredlo rein, hast du es verstanden? Nicht komplett, ich stecke auch nicht ganz drin, ich habe die Beweggründe nicht erfahren können vom Trainer, weiß ich nicht, was intern gelaufen ist. Ich weiß nur, dass Bredlo eben beim Pokal gespielt hat und Kobel, glaube ich, noch ein bisschen angeschlagen war, vielleicht war das ein Grund, aber letztendlich hat der Kobel ja dann auch auf der Bank gesessen, deswegen habe ich es nicht ganz verstanden. Man weiß auch nicht am Ende, wie dann restlichen Entscheidungen dann gefällt wurden noch und so und ich finde es schade, dass es eben schon wieder einen Trainerwechsel gab. Ich glaube, jeder hat sich was anderes erhofft. So ganz zu Beginn der Saison, erstes Heimspiel gegen Hannover, ging immer ein Raunen durchs Stadion, wenn Gregor Kobel immer ins Spiel mit eingebunden wurde und ihm die Stürmer auf den Füßen gestanden hatte, wo wir sagten, das ist irgendwie schon eine andere Art von Torwartspiel, was dann Tim Walter da so mit reingebracht hat, was über die Saison so ein bisschen weniger wurde. Aber hast du das auch so empfunden, dass man da als Torwart dann noch mehr mitspielen können musste, als man ohnehin schon muss? Also ich fand das ziemlich beeindruckend. Das ist ja generell die Tendenz, dass Torhüter immer mehr mitspielen. Ich finde es oft ein bisschen überbewertet, weil ein Torwart ist eigentlich dazu da, die Bälle zu halten und nicht irgendwelche Traumbälle zu spielen. Es hat halt immer ein hohes Risiko. Ich habe auch gemocht mitzuspielen, aber man muss halt immer irgendwie Ertrag und Nutzen oder Risiko aufwiegen, um was es halt letztendlich einen bringt, weil es bringt nichts, wenn ich als Torwart irgendwie ein Fehlpass spiele und dann liegt die Kirche hinten drin. Von daher bin ich schon Befürworter vom mitspielenden Torwart, aber man muss halt immer auch mal die Kirche im Dorf lassen. Noch eine Frage abseits vom VfB, wenn du nicht im NLZ mitarbeitest, dann hast du auch ein Yoga-Festival in Stuttgart mitorganisiert. Ich finde das total spannend, das war auch 2019? Das war letztes Jahr im Januar und nächste Woche ist das nächste. Also die zweite Auflage nächstes Wochenende, 11.12. Und ja, super Resonanz. Es gibt immer mehr Menschen, die einfach einen Ausgleich suchen zu einem hektischen Alltag. Auch immer mehr Männer. Es wird nicht mehr ganz so belächelt. Ich glaube auch viele Sportler sehen mittlerweile den Nutzen von Mobility. Ist einfach so ein großes Thema. Und ich kann es auch nur befürworten, also mir hilft es sehr im Alltag. Ich bin jetzt an beiden Hüften schon arthroskopiert worden und es hilft mir einfach auch, den Körper einfach zu pflegen. Also ist was, was du auch in Verbindung mit Profisport, also jetzt nicht nur nach der Karriere, sondern auch während der Karriere, sagen, das ist, also schadet sicherlich keinem da, das unbedingt zu machen. Unbedingt, also je früher man anfängt, desto besser ist es, das zu integrieren. Ich kenne ja selber noch aus eigenen Erfahrungen die Jungs, wollen eher immer Kraft, aber vergessen eben Mobility zu trainieren und Yoga ist einfach auch, je beweglicher man ist, desto verletzungsunanfällig wird man, aber auch für den Geist ist es auf jeden Fall ein super Ausgleich, auch mal wieder runterzukommen, zu entspannen und ich kann es nur jedem empfehlen. Cool, finde ich halt spannend. Und das nächste ist auch in Stuttgart oder woanders? Nee, das ist dieselbe Location, der Karl-Benz-Arena. Ich weiß gar nicht, wann wird das ausgesendet.
jetzt noch. Zeitnah, ja. Zeitnah. Also wer noch Bock hat und es hört, kann auch gerne vorbeikommen. Nächstes Wochenende, 11.12. in der Carl-Benz Arena. Cool. Ja? Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Also auch hier wieder eine tolle Gesprächsatmosphäre, Sebastian, die du als Interviewer geschaffen hast. Vielen Dank dafür. Und eine interessante Äußerung. Timo Hildebrand konnte nicht nachvollziehen, warum man den Torhüter gewechselt hat. In der laufenden Saison. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, die meisten konnten das nicht nachvollziehen. Gar nicht. Und es wäre ja fast schon fatal gewesen, wenn beim Junior Cup der hervorragende Torhüter des VfB Stuttgart, der Herr Hornung, wenn der zum Beispiel ausgewechselt worden wäre. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema und beim letzten Thema für heute. Es sollte kürzer sein als sonst. Das ist es, glaube ich, auch, aber dann trotzdem länger, als wir eigentlich wollten. Aber ich hoffe, es macht euch nichts aus. Lasst es uns wissen. Ich sage es ja immer wieder, wenn euch was stört, meldet euch einfach und sagt, hey Leute, ein bisschen kürzer wäre nicht schlecht und vielleicht auch nicht immer so schimpfen über Thomas Hitzesberger und Sven Missentat. Gut, wir wollen noch ganz kurz so ein bisschen über den Mercedes-Benz Junior Cup sprechen. Schließlich waren wir beide da, ich an beiden Tagen, du am Samstag. Und wir haben grandiosen Fußball gesehen, finde ich. Also das war nochmal, also ich sag mal, qualitativ war der Fußball auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr. Aber was die Aggressivität und ja einfach die Dynamik und so anging, das war nochmal ein neues Level, das war also schon richtig, richtig stark. Wie war dein Eindruck so allgemein vom Junior Cup, von der Qualität, von den Spielern? Ja, was hast du mitgenommen? Ja, absolut. Also ich bin ja auch seit ein paar Jahren schon vor Ort und ich habe es auch geschrieben. So 2016, 2017 saß man da und dachte, hey, ich sehe die Stars von übermorgen vielleicht. Und mittlerweile denkt man, hey, ich sehe die Stars von morgen oder ach, vielleicht sehe ich auch schon die Stars von heute. Ne? Also vor zwei Jahren, also 2018, war Spieler des Turniers Meier von Hertha BSC, der dann irgendwie kurz danach irgendwie schon in Stuttgart dann irgendwie Stammspieler von der Hertha war und da aufgelaufen ist und fast irgendwie das Tor erzielt hat. Also die Lücke zwischen U19-Spielern und Profikader, die wird halt immer kleiner. Natürlich nicht bei allen Spielern der Teams, sondern nur bei 2-3. Aber ja, man sieht die Qualität halt schon sehr deutlich und man sieht auch bei vielen, dass die nicht mehr weit vom Profikader entfernt sind und ja, und damit wir uns alle, also wir und auch alle Hörer mal kurz alt fühlen, in diesem Jahr haben die Jahrgänge 2002, 2003 und ich glaube einer aus dem Jahr 2004 mitgespielt und das ist halt dann schon krass und das war sehr beeindruckend. Es war sogar nicht nur einer aus dem Jahrgang 2004. Ich hatte nur der eine von Rapid Wien, waren es noch mehrere, echt? Ja, es gab noch mal einen und zwar Leon King von den Rangers. Auch der war ein 2-4er und Enes Tepecik, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, sorry, wenn das jetzt hier nicht der Fall ist, der war auch 15 Jahre und hat sich da gegen den einen oder anderen 18-Jährigen beeindruckend durchgesetzt. Übrigens, im Hintergrund macht sich jetzt dann auch Olaf bemerkbar und wünscht allen ein großes Jahr. Ja, es könnte sein, dass ich gleich wieder aufspringen muss, denn zum Ende der Sendung hat sich die Katze überlegt, dass er jetzt keine Lust mehr hat, hier im Podcast-Zimmer abzuhängen. Gut, aber das reizt man jetzt bis zum geht nicht mehr aus. Also, ja, absolut. Ich wollte jetzt noch kurz so eine grobe Einschätzung von mir abgeben, aber zunächst mal, ich hätte auch das Vergnügen, mit Nico Willig noch ein bisschen sprechen zu können am Rande des Turniers und habe ihn gefragt, wie er so mit der Härte umgeht, weil ich fand es am Samstag wirklich fast schon grenzwertig hart. Also das war wirklich manchmal so, da habe ich gedacht, Alter, das kannst du nicht weiterlaufen lassen. Ich erinnere mich da an einen Leipziger, der von einem Frankfurter weggescheckt wurde und dann fast bewusstlos liegen blieb, aber der Schiedsrichter hat gesagt, nee, also das ist okay, also er lebt ja noch. Genau, also ich habe auch so am Rand mitbekommen, dass sich die Teams sehr über die laxe Ausrichtung der Schiedsrichter aufgeregt haben und da haben wir ja auch am Sonntag nochmal das Halbfinale VfB gegen RB Leipzig gesehen, wo es ja auch sehr, sehr heftig zur Sache ging. Und da habe ich auch gedacht, also 2019 in dem Turnier, da wurden irgendwelche Zweikämpfe an der Bande wirklich rigoros abgepfiffen, aber jetzt 2020 wurde es doch sehr, sehr großzügig weitergelaufen lassen. Das fand ich auch erstaunlich. Ja, also es war wohl auch ein bisschen anders vorher abgesprochen, beziehungsweise, weiß nicht, ob es da einen Handzettel gibt oder irgendwie eine Broschüre, wo die Regeln nochmal
klar kommuniziert werden. Und zum einen ging es auch darum, dass die ein oder andere Grätsche nicht abgepfiffen wurde. Eigentlich ist ja Grätschen komplett verboten. Genau. Ja. Also auch da war man nicht ganz so konsequent. Und wie gesagt, die Zweikampfführung an und für sich, die Tacklings waren manchmal schon etwas drüber. Trotzdem hat das natürlich dann was gemacht mit diesem Spiel. Das hat einfach also noch mehr Ernsthaftigkeit reingebracht. Und es war nicht nur einfach so ein Showkick, sage ich mal, sondern das war halt einfach großartig mitzuverfolgen. Wie viel jeder investiert, der Spieler, das fand ich einfach genial, muss ich sagen. Und klar, hier und da ein bisschen zu hart. Du hast es gerade angesprochen. Im Halbfinale fand ich es auch wirklich heftig, was RB da so gezeigt hat. Auch da übrigens eine interessante Einschätzung von Herrn Teufel, der meinte so, Herr RB, das kannst du eigentlich vergessen. Die stellen sich halt hinten rein, möchten relativ wenig investieren. Also ich gebe das jetzt in meinen Worten wieder. Es waren nicht ganz genau so seine Worte, aber darauf kann man, denke ich mal, das Gesagte reduzieren. Du musst halt gegen die irgendwie ein Tor schießen. Und dann brechen die eigentlich auseinander. Und genau, das war ja auch die Taktik, hast du ja auch gesehen, eine Minute vor Abpfiff hat ja, dann der Torhüter ja, den Ball einfach nicht rausgespielt. Also. Der Keeper spielt die Zeit runter, ne? Das war echt armselig. Also. Und wenn du so siehst, der VfB hat im gesamten Turnier gerade mal 3 Gegentore kassiert und die alle im ersten Spiel gegen Gladbach. Ansonsten haben die kein einziges Gegentor kassiert, haben eigentlich. Genau, und unsere U19 hat genau ein Spiel verloren. Ne, das allererste genau. Gegen Gladbach und das glaube ich in der letzten Sekunde oder in den letzten 5 Sekunden haben sie das 2-3 bekommen und danach haben sie kein Spiel mehr verloren, dann gegen Leipzig im Halbfinale 0-0 gespielt und dann halt unglücklich im 9-Meterschießen ausgeschieden. Das war ja schon ein bisschen tragisch. Es war auf jeden Fall tragisch, aber gut, ist halt 9-Meterschießen ist halt so, kannst du nicht viel machen. Ja, das ist ein Glücksspiel, natürlich, aber auch im Halbfinale gegen Leipzig hatte der VfB ja deutlich mehr Chancen, ne? Also da muss man dann noch eine machen. Also ja. Das ist der einzige Kritikpunkt übrigens auch an einen sehr starken Lee Egloff, ja. Der wirklich tolles Turnier gespielt hat, aber eigentlich in jedem Spiel so seine 2, vielleicht sogar 3 Chancen hatte, die er einfach machen muss. Und dann geht er hier auch als Torschützenkönig wahrscheinlich aus diesem Turnier. Das wurde jetzt, so jetzt gebe ich auf, es wurde jetzt David Hummel. Du kannst ja ganz kurz noch was zur Leistung von David Hummel sagen, solange entlasse ich die Katze. David Hummel, Torschützenkönig des Mercedes-Benz Junior Cups 2020 mit, ich glaube, 6 Toren. Waren es 7 Tore? Ich weiß es nicht. Aber auch da war ich der Meinung, er hätte durchaus mehr Tore schießen können. Also ich habe dann im Spiel um Platz 3 sein Tor gesehen gegen die Glasgow Rangers, ja. Und den stolperte auch so mehr oder weniger rein. Also ich glaube, er hätte auch durchaus mehr Tore schießen können. Also es ist keine Kritik, er ist Torschützenkönig des Turniers geworden, aber auch da wäre noch mehr drin gewesen. Und wenn man der U19 des VfB irgendwie einen Vorwurf machen kann, dann ist es die mangelnde Chancenverwertung. Das ist mit Sicherheit ein Kritikpunkt, den müssen sie sich gefallen lassen. Und ich möchte noch ganz kurz vielleicht den Hype jetzt um David Hummel so ein bisschen eingrenzen. Man darf halt nicht vergessen, also was bei diesem Turnier auch hilft, ist, wenn du wirklich schon 18, 19 bist und etwas robuster bist, einen besseren Körper hast, einfach physisch mehr in die Waagschale werfen kannst. Also ich weiß, dass David Hummel, oder ich kann mich erinnern, dass David Hummel einen relativ schweren Start hatte in die U19-Saison, hat da immer, ja, kam eher von der Bank, hat immer mal wieder ein paar Probleme gehabt, dann auch wirklich, einfach Chancen zu bekommen, Chancen zu machen, das kann ich jetzt nicht 100% beurteilen, aber er hat halt einfach nicht so richtig in die Saison gefunden und gegen Ende der Saison wurde er dann immer stärker und man muss fast schon Angst haben jetzt, was dann kommen mag zum Beginn der Rückrunde, weil dieses Turnier, das war schon ziemlich gut von ihm, aber ja, ich würde jetzt auch, glaube ich, erstmal die Leute ein bisschen bremsen wollen, die jetzt schon danach rufen, dass Hummel am besten direkt schießt uns zum Aufstieg. Ja, also gab ja jetzt schon ein paar Rufe, die gesagt haben, der muss ja eigentlich unbedingt in den Kader von der ersten Mannschaft und so. Das sehe ich jetzt nicht. Der soll mal weiter die U19 beglücken mit seinen Toren und seinen Weg machen. Und den wird er wahrscheinlich auch machen. Ähnlich sehe ich es bei Per Lockel, der auch ein hervorragendes Turnier gespielt hat, der sich aber allgemein in der Halle immer eigentlich oder auch schon letztes Jahr ganz gut zurechtgefunden hat. Ich glaube, das liegt einfach an seiner Technik. Und auch das Spielverständnis, was er hat. Er ist halt wirklich jemand, der dann in diesen Bruchteilen, die du da Zeit hast, also schnell in Entscheidungen treffen kann. So möchte ich es mal ausdrücken. Und das kommt ihm halt zugute. Also du siehst halt da auch schon die Strategen irgendwie herausstechen bei so einem Turnier. Und
fantastischer Spieler und da würde es mich auch wundern, wenn der nicht seinen Weg nehmen würde. Damit meine ich übrigens nicht, dass er in der ersten Liga, weiß ich nicht, bei einem Top-Club spielt oder so. Ich finde es dann auch schon bemerkenswert. Es würde auch reichen, wenn er beim VfB spielt. Das sowieso, aber ich finde es auch schon bemerkenswert, wenn du es in eine Drittligamannschaft schaffst oder so. Also das ist ja jetzt auch nicht so leicht. Also da wird dann manchmal, glaube ich, auch zu viel erwartet. Also, ja, natürlich glauben die Leute, hey, da spielt eine U19 in der Halle und die spielen richtig gut und alle 10 schaffen es irgendwie ein Profiteam, aber wenn dann irgendwie 3, 4 es von denen schaffen, irgendwie vom Fußball ihre Miete bezahlen zu können, ist es halt schon geil, ne? Und ich glaube, dieser Jahrgang, den der VfB da am Start hat, gibt das definitiv her, weil da sind schon ein paar richtig gute Fußballer dabei. Auf Twitter unter @RickyPalm habe ich mal meine Top 20 nochmal aufgelistet mit Herkunftsverein, Alter und so weiter und so fort. Und ihr werdet sehen, da gibt es ein paar Stuttgarter. Ich hätte noch mehr reinpacken können, aber ich wollte dann auch nicht jetzt hier irgendwie so nur Stuttgarter in den Top 20 haben. Also es gab schon noch ein paar Spieler, die sich da eigentlich verdient hätten einen Platz unter den Top 20 zu ergattern, aber ich wollte dann halt auch den einen oder anderen Frankfurt-Spieler mit reinpacken und Gladbach-Spieler zum Beispiel, da gab es auch ein paar gute, Tom Gahl fällt mir da noch ein, oder Jonas Faltz, der richtig gut gespielt hat, und auch bei RB gab es gute Spieler, gar keine Frage, aber die Mannschaft, die wirklich herausstach mit unglaublich guten Hallenfußball, war halt Rapid Wien, vor allem ja, mal wieder, ne? Ja, das ist fantastisch und ich konnte auch so ein paar Sachen schon in Erfahrung bringen, ein paar andere möchte ich noch in Erfahrung bringen, da gibt es jetzt endlich einen Kontakt, den ich an twittern werde demnächst und vielleicht mal telefonieren kann mit dem guten Herrn, der sich regelmäßig mit Rapid auseinandersetzt und auch mit der Jugendabteilung viel zu tun hat, aber dazu kommen wir nachher noch oder in einer anderen Folge am besten, würde ich sagen. aber ja, was halt interessant ist, dass Rapid Wien halt schon immer bei Hallenturnieren gut aussah. Also 2016 haben sie das Turnier gewonnen, 2017 wurden sie Dritter, 2019, also letztes Jahr Zweiter und dieses Jahr haben sie es wieder gewonnen. Rapid, muss man dazu sagen, trainiert allerdings auch in der Halle, also es ist jetzt nicht so wie beim VfB, dass die nur ein Hallenturnier bestreiten im Jahr, sondern Rapid trainiert in der Halle, hat da natürlich dann auch einen kleinen Vorteil, aber sie haben halt auch wirklich mit Steffen Hofmann jemanden jetzt, der das Talentmanagement unter seine Fittiche genommen hat. Jemand, der übrigens aus, glaube ich, aus Würzburg kommt, aber sich als Spieler bei Rapid Wien einen Namen gemacht hat. Auch da eine richtige Legende ist. Und der da jetzt halt viel in Bewegung gesetzt hat. Nicht nur er alleine, aber das ist so, denke ich mal, der Mann, der das Ganze jetzt, glaub, man kann sagen, verkörpert. Ich habe gelesen, dass Rapid jetzt auch einen Jugendcampus bauen will, also noch verstärkter dann in die Jugendarbeit investieren möchte. Und den Ursprung hat das Ganze wohl mit RB oder mit Red Bull, heißen sie ja da, Salzburg, genommen. Denn dadurch, dass die natürlich finanziell mal so richtig aufgetischt haben und natürlich dann auch in die Jugendarbeit mehr investieren, werden die anderen Vereine zum Nachziehen gezwungen und müssen sich natürlich überlegen, wie können sie jetzt möglichst kreativ, mit weniger Geld, gute Spiele rausbringen. Und da scheint Rapid Wien einfach einen guten Weg genommen zu haben. Und das erklärt dann so ein Stück weit auch den Erfolg, den sie in den letzten Jahren hier in Sindelfingen hatten. Aber wie gesagt, sie haben auch den kleinen Vorteil, dass sie als einzige Mannschaft regelmäßig in der Halle trainieren. Beim FC Porto hast du zum Beispiel gesehen, die wussten gar nicht so richtig, was sie mit der Halle anfangen sollen. Und das als Youth League-Sieger, da habe ich natürlich viel mehr erwartet. Muss aber auch noch zur Ehrenrettung von dieser Mannschaft sagen, das war ein Jahrgang drunter, der gespielt hat. Also vom Finale der Youth League war nur ein einziger Spieler mit dabei, der hat auch ein Tor geschossen, also im Youth League-Finale, aber ansonsten waren das alles andere Spieler, die dann nicht gespielt haben. Ich weiß nicht, wie es bei den Torhütern waren, aber bei den Feldspielern war es halt eben so, dass das ja also jetzt nicht der Kader war, der im Sommer noch die Youth League gewonnen hat. Ich glaube, im Sommer fand das Finale statt, wahrscheinlich schon. Ich verfolge aus Gründen die Youth League nicht allzu genau, wobei, hätte der VfB gegen Dortmund gewonnen, dann hätte man also hier in Stuttgart Champions League gucken können, wenn auch nur in der Youth League. Aber, ja, aber das hatten wir am Wochenende auch kurz diskutiert. Das habe ich also auch geklärt. Wäre die VfB U19 deutscher Meister geworden, hätte sie in der Youth Champions League gespielt, ja. Obwohl die Profis des VfB nicht international spielen. Also ich konnte jetzt Folgendes in Erfahrung bringen. Die Mannschaften, die in der Champions League spielen, sind, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob alle berechtigt sind, aber die sind zu einem Teil auch berechtigt, dass sie in dieser Youth League mitspielen dürfen, also mit ihren U19-Mannschaften. Und die Meister
wahrscheinlich nicht aller europäischen Länder, aber zumindest mal Deutschland müsste da mit dabei sein. Die spielen auch in der UEFA Youth League. Genau, so habe ich es jetzt nachgelesen. Ich hätte es mir notieren sollen, dann hätte ich es jetzt ganz konkret benennen können. Aber der VfB wäre dabei gewesen, hätten sie gegen Dortmund gewonnen. Ja, wäre natürlich auch cool gewesen für die Jungs. Aber ja, schön, ja. Endlich mal wieder Champions League in Stuttgart, ja. Ja, also ich wäre hingegangen, sage ich dir so, wie es ist. Total. Wahrscheinlich wäre es wieder irgendwie 16.30 Uhr gewesen. Ja, wahrscheinlich wegen Groß-Asbach oder so, aber ja. Ja, immerhin. Ja, aber Rapid Wien, abschließend dazu nochmal, tolles Turnier gespielt. Martin Moormann, für mich der Spieler des Turniers. Hab nicht ganz nachvollziehen können, warum der Kicker Yusuf Demir da den Titel geben wollte. Vielleicht auch deshalb, weil Demir halt ein grandioses Finale gespielt hat, aber über die kompletten Spiele hinweg. Ja, war für mich Martin Moormann der Man of the Match und bester Spieler des Turniers und nicht Man of the Match, Mann des Turniers. Ja, Yusuf Demir trotzdem jemand, den man auf dem Zettel haben muss. Barcelona wird mit ihm schon in Verbindung gebracht. Englische Vereine. Vor allem ist, glaube ich, er war letztes Jahr schon Man of the Tournament, ne? Also er ist jetzt irgendwie 2 Jahre in Folge geworden. Und das Lustige ist, finde ich, wenn man Rapid Wien auf dem Platz sieht, dann sehen die alle irgendwie einen Kopf kleiner aus als alle anderen, aber trotzdem schaffen sie es echt, jeden Gegner fast jeden Gegner zu dominieren. Das ist irgendwie total überraschend. Also wir haben es die letzten paar Jahre immer gesehen. Man denkt am Anfang, hey, die Jungs da im grünen Trikot, die haben keine Chance, aber trotzdem spielen sie echt fast jeden an die Wand. Das ist sehr beeindruckend. Ein bisschen schade, dass die zwei besten Mannschaften bei diesem Turnier nicht gegeneinander gespielt haben, denn Stuttgart gegen Rapid Wien wäre halt einfach ein würdiges Finale gewesen. Das wäre es gewesen. Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, mit wem ich am Samstag die Diskussion hatte, wer das Turnier gewinnen kann, aber ich habe gesagt, also das stimmt jetzt wirklich, kein Scheiß, ich habe gesagt, entweder die VfB U19 oder Rapid Wien. Ja. Das war mein Tipp am Samstagabend und ja, ich fühle mich bestätigt, weil meiner Meinung nach ist der VfB auch gegen Leipzig irgendwie völlig unverdient ausgeschieden, weil das hätten sie gewinnen müssen. Und Rapid Wien gegen VfB Stuttgart wäre das verdiente Finale gewesen. Und es war echt ein richtig, richtig gutes Turnier. Also, und wie gesagt, wer sich da nochmal ein Bild von machen möchte, welche Spiele jetzt besonders gut waren, kann, wie gesagt, auf Twitter das nochmal nachlesen. Das ist meine Einschätzung gewesen. Ich glaube, bei den Stuttgarter Nachrichten gibt es irgendwie 4 oder 5 Spieler, die nochmal einfach so ein bisschen hervorheben. Und, genau, und ich glaube, wenn ich es kurz einflechten darf, also nicht nur, weil ich auf Einladung da war, aber auf Facebook kann man unter Mercedes-Benz Junior Cup, glaube ich, echt alle Spiele nochmal im Real Life nachgucken. Also wenn ihr nochmal was angucken wollt, dann macht das, weil da waren echt ganz, ganz coole Partien dabei. Also viele schöne Tore, klar, Hallenfußball, aber da kann man alles nochmal angucken. Pass auf, dann empfehle ich gleich den Leuten, alle VfB-Spiele anzugucken. Also vielleicht das Spiel gegen die Rangers, das Zwischenrundenspiel, das 1-0 ausgegangen ist. Da reicht es, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, sonst war das nicht so genial. Aber die restlichen Spiele kann man sich getrost anschauen. Dann fand ich auch noch sehr interessant das Spiel Frankfurt gegen Leipzig, weil das sehr intensiv war und überhart. Frankfurt übrigens für mich die Enttäuschung dieses Turniers, noch hinter den Jungs aus Porto. Also, da war wenig. Ich meine, Porto war ja nach dem ersten Turniertag echt so die komplette Enttäuschung, genauso wie Leipzig eigentlich, aber beide haben dann so nach dem ersten Tag sich echt, weiß nicht, was die gefrühstückt haben, aber die kamen dann nochmal, ne? Das ist dann auch echt so ein bisschen, ja, vielleicht weiß nicht, ob es Turnierglück, ob es diesen Begriff gibt, ja, aber Tagesform oder weiß nicht, nichts gewonnen im Frühstück ersten Tag oder so, aber das war schon erstaunlich. Das muss man sich halt mal vorstellen, Leipzig hat am ersten Turniertag nicht ein Spiel gewonnen. Ja, und steht dann im Finale und hat am zweiten Turniertag, jetzt gucken wir mal kurz, 0-2 gegen Gladbach gewonnen, aber wenn man sich das Spiel zum Beispiel nochmal anschaut, merkt man halt auch, ja, da ist halt eigentlich Gladbach zu Unrecht rausgeflogen und da war es ja irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es jetzt war, da fiel dann wirklich in der letzten Minute das Tor und das hat dazu geführt, dass Leipzig überhaupt erst in das Halbfinale eingezogen ist. Weißt du nicht mehr genau, welches Spiel war? Gladbach war die einzige Mannschaft, die den VfB in der regulären Spielzeit besiegt hat, ne? Also, und die toll gespielt haben. Das ist eigentlich unverdient, dass die nur dann am Ende, welchen Platz haben die belegt? Weißt du es auswendig? Waren die Fünfter? Ja, 12 sich halt, ne? Also ungefähr liefen auf jeden Fall. Ja. Ja. Ist ein bisschen schade, dass das dann so ausgegangen ist. Aber sei es drum, jetzt überlege ich, was ich noch empfehlen kann. Also die VfB-Spiele, Rapid, kannst du eigentlich auch alles anschauen. Wobei Rapid, das war auch interessant, immer mal wieder so einen kleinen Schlendrian drin hatte. Ja, ja, ja. Also da hast du das Gefühl gehabt, die spielen jetzt hier Frankfurt zum Beispiel wirklich komplett an die Wand. Erste Halbzeit
totale Dominanz. Und in der zweiten Halbzeit kommt dann Frankfurt irgendwie zurück, macht schnell zwei Tore und halten dann ihr Tor sauber. Also da merkst du dann vielleicht auch noch ein bisschen die Unerfahrenheit des einen oder anderen Spielers. Aber eigentlich diese erste Halbzeit gegen Frankfurt, da müssen die mit 0-5 oder andersrum mit 5-0 in die Halbzeit gehen, dann ist das Ding durch. Aber so ist es dann halt nur ein 2-0 und das kannst du immer wieder aufholen in der Halle. Ja, aber die VfB-Spiele, die Rapid-Spiele, Frankfurt gegen Leipzig, das sind so für mich die Spiele, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ja, aber es gab tolle Spiele, kann man sich angucken, alles immer nur 18 Minuten und lohnt sich, ganz, ganz toller Fußball, der uns viel Spaß bereitet hat. Gut, Sebastian, ich glaube, wir haben es geschafft, länger als erwartet, wie immer. Auch noch ein bisschen holprig, gebe ich zu. Ich muss erstmal wieder reinfinden. Ja, wir müssen erstmal wieder reinfinden halt, ne? So in Wettkampfmodus, ja. Ja, ja. Und ich habe natürlich auch jetzt, du wahrscheinlich auch, am Wochenende, Samstag und Sonntag beim Junior Cup so viel geredet, dass ich vielleicht dann jetzt auch einfach wieder eine Redepause brauche, obwohl ich die ja eigentlich jetzt hatte mit unserer kleinen Winterpause. Aber mal gucken. Ja, gut. Aber wie lange haben wir jetzt Pause gemacht? Eigentlich nur 2 Wochen, oder? Die letzte Folge erschien am 22.12., das weiß ich noch, aber... Ja, 2 Wochen Pause. 2 Wochen, okay. Ja, und seitdem neuer Trainer, zwei Abgänge, die dienstältesten Spieler des VfBs. Ah, ja, es ist alles nie wie immer. Ruhe. Es ist nie Ruhe hier bei diesem Verein. Gut, mal weiter, gucken. Weiter, immer weiter. Ja. Und leider nicht mehr weiter. Mit Walter. Immer weiter. Ja. Mal gucken, ob wir nächste Woche Montag uns wieder zusammensetzen, ob es genügend Themen gibt, die wir besprechen können. Und das ist dann ja, aber, gleich. Ja, also, um das mal kurz irgendwie anzuteasern, wir haben ja auch noch Sonderthemen, ne? Wir haben noch Sonderthemen, die wir unbedingt unterbringen wollen und auch müssen. Das müssen wir dann wahrscheinlich off-air noch ein bisschen klären. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mehr Themen als Termine. Ja, und da müssen wir mal gucken, ob wir das noch irgendwie bis zum 29.01. unterbekommen. Ja. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wir müssen es hinbekommen und werden es auch hinbekommen. Müssen. Versprechen wir euch. Also da gibt es ein paar interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die wir für euch vielleicht in den nächsten Wochen? 2 Wochen. Ja, hier auffahren können. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, aber ich denke mal schon. Und ansonsten machen wir es halt wirklich so, wenn es genügend Themen gibt für so ein Stündchen, dann setzen wir uns zusammen, sprechen darüber und spätestens ab 29. sind wir natürlich dann wieder vollumfänglich hier für euch wöchentlich am Start und werden über den VfB, die U19, die U21 und ja, Präsidenten und was weiß ich alles berichten und sprechen und unsere Meinung kundtun, wie es so schön heißt. Sebastian, ich bedanke mich bei dir für die erste Sendung des Jahres 2020 und weise nochmal darauf hin, dass man dir natürlich auch auf Twitter folgen kann. @butze ist dein Account und da gibt es hervorragende Fotos eben aus dieser Kabine, in der du saßt mit Thomas Hitzesberger und mit dem Herrn Hildebrandt und da können sich die Leute nochmal ein Bild davon machen, wie gesellig es da war und verstehen ja, natürlich auch. Das war sehr, sehr kuschelig, ja. Ja. Verstehen sie auch, warum das so eine tolle Gesprächsatmosphäre war bei euch. Genau, und ich muss kurz sagen, also die Fotos habe ich natürlich nicht ich gemacht, weil ich da drauf bin auf den Fotos, sondern das hat der Max vom Rasenfunk gemacht, der das alles organisiert hat, dann wieder im Auftrag von Mercedes-Benz, also ich finde, das muss man auch mal kurz erwähnen, auch wenn wir hin und wieder über den Herrn Port schimpfen, also der Mercedes-Benz Junior Cup wird natürlich organisiert von eben jenem Sponsor und die sorgen halt auch dafür, dass wir dahergelaufenen Blogger und Podcaster dann mit den Größen des Fußballgeschäfts sprechen können und ja, und dafür nochmal herzlichen Dank, weil sonst wären diese Gespräche mit Thomas Hitzesberger oder auch mit Klaus Vogt oder auch mit Timo Hildebrandt überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Übrigens, der Port gleich 2020 mit einem großen Erfolg, denn beim Werksturnier gewinnt das Werk aus Wörth, die LKW-Abteilung. Ah, rockt das Haus, okay. Da wird sich der Port gefreut haben, ganz besonders. Schon jetzt sein größter Erfolg 2020. Zumindest der sportliche, ja. Es ist definitiv. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass der sehr geschätzte Max Jakob Ost, der den Rasenfunk ins Leben gerufen hat, einen Kurzpass mit Nico Willig aufnehmen konnte. Ja, schaut mal vorbei. Also ich muss euch jetzt wahrscheinlich nicht erklären, dass es den Rasenfunk gibt. Also wenn ihr das nicht wisst, weiß ich auch nicht, was mit euch los ist. Also das ist der Podcast, den man definitiv hören muss. Also dafür bin ich sogar bereit, hier Hörer zu entbehren und die an den Rasenfunk weiterzuleiten. Ja, Kurzpass mit Nico Willig. Also hört euch das an. Tolles Gespräch. Gab es letztes Jahr auch. Könnt ihr auch noch mal reinhören. Klare Hörempfehlung von unserer Seite aus. So,
Vertikalpass.de, ich habe es erwähnt, ein schöner Artikel zum Mercedes-Benz Junior Cup. Außerdem gibt es natürlich dann diverse Einschätzungen zu Abgängen, wie zum Beispiel Santiago Ascasiba und zu Entlassungen wie Tim Walter. Und ich denke mal, es wird dann auch irgendwas wieder geben in Sachen Rückrundenvorschau, behaupte ich jetzt mal. Ja, bestimmt. Ja, also es lohnt sich sowieso. Zeit, ja. Und wenn zu wenig Texte erscheinen, dann einfach die Fußballfibel zur Hand nehmen. Da gibt es dann noch genug nachzulesen. Und auch 2020 heißt es weiterhin, unterstützt doch bitte unseren guten Freund Dennis, der immer natürlich noch am chronischen Erschöpfungssyndrom leidet und weiterhin auf eure Hilfe angewiesen ist. Ihr könnt natürlich weiterhin spenden und es gibt auch weiterhin den Link zu diversen Spendemöglichkeiten auf unserer Webseite vfbstr.de unter jeder Folge. Wie gesagt, gibt es den Link zur GoFundMe-Kampagne von Dennis. Ich kenne den aktuellen Stand nicht auswendig. Ich habe geschaut, es sind jetzt knapp 86.000 von 110.000. Also ey, das kriegen wir hin. Also ich würde sagen, im ersten Halbjahr 2020 ist das Ding geritzt. Also das bekommen wir irgendwie hin. Also ich drücke die Daumen, aber es ist ambitioniert, sage ich erstmal. Ja, natürlich, aber ich denke schon. Also das muss drin sein. Ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt ihn. Und wir werden weiterhin darauf verweisen, denn wir finden es wichtig, dass man den Dennis da nicht vergisst. Und also schaut mal vorbei, ob ihr da nicht ein bisschen unterstützen könnt. Gut, ich denke, dann habe ich alles erwähnt und wir haben alles untergebracht. Und ich bedanke mich nochmal bei dir, Sebastian, und freue mich auf unsere nächste Ausgabe. Vielleicht mit Gast, vielleicht nicht. Wir lassen uns überraschen. Bis demnächst. Ja, wir schauen mal, ne? Also, wir haben viele spannend. Themen, wenig Zeit, aber ja, wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen es hin, so, das ist unser Motto. Also, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Bis dann. Ciao.